jetzt alles läuft. So, ich glaube, wir sind jetzt live. Warte mal. Ich doch schon. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream aus der Halle 77 live heute. 3 Stunden werden wir euch begleiten, was hier bei uns so losgeht. Und ich habe schon Kohlen unterm Arsch, weil es steht ein Auto auf dem Prüfstand. Micha, du kannst es schon sehen. Mhm. Die Leute werden auch davor stehen. Da habe ich jetzt extra gewartet, bis ihr dabei seid, dass ihr den auch seht. Komm, wir gehen durch unsere Werkstatt. Oh, wir müssen kurz noch die Technikfrage stellen. Haben wir Bild? Haben wir Ton? Könnt ihr mich gut erkennen? Wenn nicht, gebe ich euch meine Brille. Könnt ihr mal durchgucken. Seht ihr? Aber die ist dreckiger. Was hast du für Sehstärken rechts und links? Dolle. Nein, ich glaube 0,65 oder sowas. Okay. Aber kurz. Guter Lambda-Wert. Nee, ja. Schlechter Lambda-Wert. Guck mal, was ich mal sehen wollte, setzt du mal auf. Oh, Marco, ey. Kann ich das länger machen? Ja, kannst du rausziehen. Rausziehen? Ist ein bisschen, ja, setz mal auf. Wir wollen mal Micha mit Brille sehen. Warum hast du eine Mütze auf? Nein. Ganz ehrlich, ich sehe nicht so viel Unterschied. Du hast jetzt eh nichts gesehen. Nee, da ist nicht viel. Ne? Ist ja, nicht du bist so stark. Auch halb blind. Nee, eigentlich habe ich gute Augen. Hast du gute Augen? Ja. Ton und Bild gut? Sehr gut. Hallo. Hi. Übrigens, die werden jetzt natürlich Sachen sehen, die ich vielleicht euch noch erwarten. Ne? Also die ganzen YouTube-Leute werden jetzt zum Beispiel sehen, gestern lief das Mercedes-Video. Ne? Mhm. Hast du den 190er schon so gesehen? Live? Live nicht. Aber gestern hast du das bei Instagram. Wir haben gestern, ne, mal auf Fix eben was gemacht. Felgen aus dem Keller geholt. Das fett. Rein. Ich habe gestern Abend noch mal bis 12 Uhr haben wir hier gesessen, poliert und die Werkstatt ein bisschen sauber gemacht. Und ich würde jetzt mal gerne eure Meinung wissen. Das ist fett. Und er hat ja immer auch seine Macken, ne? Aber ich finde die Räder, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob wir denen noch mal so ein Bodykit spendieren, so ein Evo. Evo 2 meinst du? Evo 1 oder Evo 2? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich find's so fast geiler. Das ist fett. Kann man das so fahren, wie das jetzt gerade ist? Ja, ja. Legal? Federn legal, Felgen kann man legal eintragen lassen. Da schleift auch nichts. Oh, ist geil. Hinten die Tieferlegung ist angepasst, da sind jetzt die 4 Originalräder drin, dass es ein bisschen tiefer ist. Hallo. Hallo. So. Jetzt ist der Hof schon mal ein bisschen leerer, sehe ich gerade. Vorhin war es hier deutlichst voller. Klar, wir haben jetzt 12 Uhr, das Pace öffnet hier auch zeitgleich. Mhm. Da war es natürlich ein wenig voller. Hier ging vorhin gar nichts. Aber wir reden schon mal lange, es waren ganz viele Leute auf Autos. Kennst du das Auto eigentlich noch? Ja, kenne ich. Kennst du? Kannst du sogar zwischendurch Fragen lesen, wenn du zwei... Oh, ich kann alles lesen. Alles? Wo ist Nadine? Nadine ist... Nadine macht gerade hier Fotos, das weiß ich. Ich habe euch hier drauf. Wir uns durchkämpfen. Ja, die Tribüne wird auch gut genutzt, ne? Ja, die müssen wir aber noch ausbauen. Da müssen wir noch ein bisschen was schön machen. Hallo. Hallo. Einmal heiß und fett. Vorsicht, heiß und fett. Oh Gott. Hallo. Hallo. So, jetzt geht's los. Dein Kadett, wirkst du kurz was zu erzählen zu deinem Kadett? Ist ja fast wie Prüfstandstag hier. Ach so. Nur ein paar mehr Leute. Ja, ist Kadett. C aus Baujahr 77. Ja. Aber nach Sommerferien, deswegen hat er noch Blinker oben. Ja. Ist mal restauriert worden. Und von mir nochmal 2018 restauriert worden. Ja. Ja, und Motor. Frankenstein-Motor habe ich gehört. Du weißt gar nicht, was da alles zusammengebaut ist. Doch, doch, das habe ich selber zusammengebaut. Aber ich habe gesehen, du hast auch ein Lambda-Tool drin. Also schon mal sehr. Ja, aber das steht auf Error. Das muss ich mal neu justieren. Und habe das über ein Lambda-Tool so eingestellt, dass er nicht zu mager und nicht zu fett läuft. Ne? Wo wäre denn deine Wunschreise? Ich weiß nicht, was er hat. Ich sag mal irgendwas zwischen realistisch zwischen 130 und besser. 2 Liter oder ist das mehr Hubraum? Mehr. Mehr. So, Micha, ich würde sagen, du guckst das Ganze jetzt mal von außen an. Ja. Du kannst vielleicht, wenn du möchtest, ein paar Fragen in die Community stellen. Du bist hier. Ich und. Oh, wir haben das Auto noch gar nicht gezeigt, Marco. Ach so, ja, kannst du mal. Ja, wir haben keine Schnittbilder. Limo 77 haben wir gehört. Und guck mal hoch. Ja. Achte mal auf die Sitze. Kommt jetzt irgendwie die Musterung bekannt vor? Hast du die irgendwo schon mal gesehen, wie wir letztens gemacht haben? Auf dem City? Richtig. Daher habe ich das abgewandelt. Krass. Nicht selbst ausgedacht, sondern Opel-Fahrer wussten genau, was auf dem City ist. Haben wir den City schon gezeigt im Video? Ich glaube, ich habe im Werkstatt Alltag habe ich ihn gezeigt, ja. Okay. Vielleicht zeigen wir den gleich nochmal. Möchtest du mit ins Auto oder möchtest du von außen? Kannst du dir aussuchen. Ich glaube, die Community würde ich das gerne von außen. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann zeigen wir von außen.
Tastatur, da. Jetzt können wir so einen Prüfstandslauf ungeschnitten zeigen. Ja, ist mal schon angeschnallt. Ja, okay. Schon 30. Ich glaube, die Leute waren auch schon seit über 20 Minuten da. Ihr kamt ja nicht runter. Gut, was los hier heute. Junge. Ihr seid schon fleißig mit dem Tippen, ich weiß es selber noch nicht.
So, 120, 120, 127, 135. Soll ich es schon verraten? Ne, ich verrate nicht. Wir machen Spannung. Wir machen Spannung, wir machen den zweiten Lauf. Aber ich weiß schon mal so viel vom Drehmoment her, denke ich, ist das ein 2-4er, könnte das sein. Aber sieht schon nicht schlecht aus. Der sagte, ist so einfach zusammengebaut. Wie ist das? Ist mal Live-Prüfstandstag, ne? Ich habe gehört, wir haben gleich noch einen. Okay. Wir gehen gleich auf jeden Fall mal eine Runde rum. Wenn nicht, lassen wir, der Jan kann die hier auch alle messen. Aber Prüfstand habe ich halt immer Bock. Mhm. Gerade so Autos ist natürlich genau meins. Lambda Tool hat er gesagt, ist leider Error. Der vierte Gang ist drin und wir gucken mal, wollen wir wieder auf den Drehzeuster gehen? Ja, komm. Wie Prüfstandstag hier. Läuft gut. Guck mal, zweimal, was ich euch verraten kann, Radleistung an der Hinterachse kommen 120 PS an. Weiß nicht, ob man es sieht. Und was mir auffällt, der Tacho zeigt sehr genau an für den C-Kadett. Normalerweise lügen die immer ein bisschen, aber der zeigt sehr genau an. Hat wahrscheinlich einer die Nadel abgezogen, richtig gesetzt. Ich glaube, der Besitzer wird zufrieden sein. 120 PS am Rad ist schon mal nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Und was hat er gesagt, zwischen 130 und 140 sollten realistisch sein, ne? Das Gute ist, beim Sauger können wir direkt ausmachen. Und das Geile ist, wir können ja alles von Ihnen bedienen, ne? Hüfte aus. Ja, die Tastatur ist echt praktisch, ne? Also oben links ist quasi dein linker Mauszeiger, ne? Genau, das ist die linke Maustaste. So, Leute, ich habe zwei Messungen, zwei relativ gleich. 149,5 PS und 211 Newtonmeter. Sieht sauber aus. Ja, Kurve ist echt top. Für den C-Kadett gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da vielleicht mit ein bisschen Abstimmen, ein bisschen Zündung drehen, ihr wisst das ja, mit Sicherheit noch ein bisschen was an Leistung geht. So, was wir jetzt immer machen, wir drucken das Ganze hier aus. Ihr seht das jetzt quasi ungeschnitten. So. Das würden wir normalerweise schneiden. Ja. Sollen wir es dem Besitzer, sollen wir das übergeben, alles mit so? Mit ja, klar. Kader? Ich bin dabei. Wärst du aufgeregt? Als Besitzer oder als du? Als Besitzer, wenn so viele Leute jetzt dabei sind. Ja, auf jeden Fall. Und es sind auch mehr jetzt, Freitag sind wir im Prüfstandstag, man ist ja schon sehr voll. Mhm. Aber jetzt sind auf jeden Fall gerade mehr gespannte Gesichter. Ich sehe alle, wie alle gucken. Habe ich jetzt auf Drucken eigentlich gedrückt? Ich glaube nicht. Ich glaube ja. Glaubst du ja? Ich glaube nicht. Siehst du, das sind mehr Aufregung. Bist du aufgeregt bei Livestreams? Ja, ein bisschen. Halt's mir das jetzt wieder ins Gesicht? Wenn du die Wahl hättest, ein sehr wichtiges YouTube-Video, wo nichts schief gehen darf, oder ein ganz normaler Real-Livestream mit, weiß ich nicht, 10.000 Leuten? Dann das Video. Echt? Ja, hast du gemerkt im Kino? Ich habe keinen geraden Satz rausbekommen. Ey, sollen wir noch mal ein wichtiges Thema ansprechen? Wir haben jetzt gerade ein bisschen gemütliche Zeit. Guck mal, gemütliche Zeit. Dahin warten ganz viele Leute auf ihr Ergebnis. Ja, okay. Danach. Manta. Komm, dann können wir gleich durch. Ja, okay. Ja, das geht. Fährst du den dann raus? Soll ich dir helfen, Micha? Ja, warte, kannst du das kurz halten? Das und das Ding auch? Ja. Eieiei. Da, wo ich es hinzeige, wird gefilmt, ne? Mhm, da, wo das leuchtet. Ich habe es zweimal ausgedruckt, weil ich aufgeregt bin. Ich habe hier irgendwas gedrückt. Nachrichten melden, unerwünschtes Pen. Was schätzt du? Ja, hab ich ja eben gesagt, was ich jetzt. Hört sich das gut an? Hört sich erstmal gut an, ja. Ja, fährt doch sehr, sehr gut. Fühlt sich sehr sauber an. Was wäre denn so dein Wirk, wo du sagst, Mensch, da bin ich richtig geil, glücklich. Ja, alles über 140 wäre natürlich gut, aber ich denke mal, dass es bei 130, 140 wäre. 150? Ja, doch. 150 PS, 211 Newtonmeter. Sehr schön. Oh, sehr schön. Danke. Mindestens 2,2 oder 2,4 Liter ist das, ne? 2,4. Mit einer 296er Welle. Also relativ zahme Nockenwelle, Doppelvergaser drauf? Nein, ich fahre die Einspritzer? Wir können auch drauf machen. Ja, sehr gerne. Da gucken wir doch mal gerne drunter, ne?
Sag mir nicht, du fährst doch Einspritzer. Ich fahre ganz normale Isotonik, hab nur was mit Kraftstoff gut gemacht und hab den auf 3,1 Bar. Die fahren am besten. Da war er vom Lambda-Tool nicht zu mager. Ja, das ist ja Bombe. Ich hätte jetzt gerne jetzt schon Vergaser drauf. Ich habe mich schon gewundert, weil Gasannahme unten rum sehr sauber, sehr gut. 150 PS mit Einspritzer. Das ist ja auch eine zuverlässige Einspritzung bei dem Auto. Sehr, sehr gut. Ist jetzt nicht die C-Kadett-Einspritzer, sondern das ist schon die aus dem Rekord, die LE mit der Schubabschaltung. Mhm. Ne? Also auch aber ich habe hier den von Risse den einstellbaren Druckregler reingebaut und habe dann immer mit einer Kraftstoff manuellen Kraftstoffuhr geguckt, wo er am besten lief, auch mit Lambda, dass er nicht zu mager läuft. Ja, 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 ja. Obwohl, also wie gesagt, das, was ich, ist hier schon weg, das, was ich hier auf dem Bild sehe, sieht sehr, sehr gut aus. Ich danke dir auf jeden Fall, und dass wir das Ganze live jetzt zeigen durften. Du kannst dir das Ganze noch mal im Livestream nachher angucken. Und was ich dir sagen kann, der Tacho zeigt auch sehr genau an. Also der geht so 3 km/h vielleicht ja, früh. Ja, da haben wir das blaue Ritzel reingemacht. Das war von wir haben das mit dem GPS ausprobiert, weil ich die Felgen eintragen lassen. Das sind die BMW E30. Ah! Die habe ich einfach nur schwarz lackieren lassen und hier auskantiert. Weil ich musste ja welche haben, die in diesen 10-Jahres-Frist. Ja, genau. Und fürs Haar kennst du die 10-Jahres-Frist. Ja, das war das Problem. Aber normalerweise lügen die C-Kadett-Tachos trotzdem. Wie Sau. Also die fahren laut Tacho, fahren immer 200 und dann sind es echte 160. Aber das ist geil. Also wirklich schön, dass das gut gemacht. Und auch die Sitze. Ich habe ja gesagt, das Muster haben wir auf unserem City. Von dem Türken, von Birol. Birol Özbek, kann man das nachsehen lassen. Ne? Schön. Aber leider kürzen sich links. Ja, wenn wir mit dem Puppe mal da drüber rutschen. Ja, wir sind auch nicht die Schmerzen. Der Jan fährt, der wieder vor sich ja. Die Runde, ist gleich in den Wendstein aufgehen. Dann, was haben wir noch, ein Auto? Ja, 114er Mercedes. 114er Mercedes? Der Jan holt den mal und dann gucken wir uns mal an. In der Zeit können wir... Komm, wir gehen mal ins Museum. Auch gemacht, dass sie hallo. Ein bisschen Platz haben. Jo. Ich habe das Auto querer gestellt, dass wir ein bisschen Platz haben. Und habt ihr auch noch nicht gesehen? In jedem Auto gibt es jetzt immer ein bisschen Geschichte. Infokarten. Mit QR-Code. Kann man den? Geht der? Hast du das mal ausprobiert? Ja, geht. Ich glaube sogar, wenn ich jetzt stillhalte, könnt ihr das über das Display, wenn ihr auf dem Fernseher seid, abscannen. Komm, wir gucken mal live hier. Tatsächlich, wenn ich jetzt da drauf drücke. Das Video zum Auto. Ja. Sehr gut. Das ist verrückt. Das ist mittlerweile Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ihr fragt euch, warum habt ihr ein Auto weniger jetzt hier? Werdet ihr leider im Sonntag-Video ein bisschen was zu erfahren. Wir haben oh, da sind wir auf Kommentare gespannt, ne? Ja, ich habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, da war ich ein bisschen böse und musste halt einfach Klartext reden. Und ist die Wahrheit. Also ich kann es leider da nicht ändern. Soll aber ich kurz hinschwingen? Naja, das Auto steht ja da. Okay. Das haben wir ja schon seit Ewigkeiten. Aber es ist halt, weil sonst ist es viel enger hier, ne? Und das war halt schlecht. Was sagst du eigentlich zu den Fällen? Habe ich dich selber gut. Persönlich noch gar nicht gefragt. Ich finde es geil. Ich finde es gut. Schön breit. Ja. Spurplatten. Hallo. Hallo. Guck mal, wir gehen mal durchs Museum einmal. Ist immer noch hier so die absolute Rarität. Ich habe jetzt oft Leute gehabt, die kommen hierher und sagen zu mir, hey, Glückwunsch zum Lotus Omega. Und ich denke mir mal, warum Glückwünsche nämlich? Es muss wirklich für viele Leute das Auto sein. Hattest du mehr Resonanz auf den Urquattro oder auf den Omega? Omega. Echt? Omega. Um Welten, auch Escort zum Beispiel, auch ein absolut gigantisches Auto. Ist geiles Auto, spricht aber auch keiner so richtig drüber und sagt so, Glückwunsch. Sondern der Omega ist so, das muss wohl ein für viele echt nicht erreichbares Ziel sein. Aber ich habe es ja bereits in einem anderen Video gesagt, meine materiellen Ziele, was Autos betrifft, sind durch. Glücklich. Ich bin überglücklich und ich kann die nicht alle fahren und wir werden die natürlich dieses Jahr super viel fahren. Aber ich bin es nur noch wichtig, dass wir als Firma hier gut vorwärts kommen, dass es mir gesundheitlich gut geht, dass all meinen Mitarbeitern, euch natürlich auch da draußen gesundheitlich gut geht und ihr Spaß an dem Content habt, den wir machen. Deswegen werden wir natürlich auch ein paar Autos demnächst wieder verkaufen. Gibt es was unbedingt weg muss, in Anführungsstrichen? Ja, unbedingt muss nichts weg, aber das ist eine schwere Frage. Viele haben ja gesagt, wenn ich das verkaufe, bekomme ich das nie wieder. Also das bekommst du nie wieder. Das ist ja häufig so. Aber die Frage ist, braucht man das wieder? Ja. Das ist die wichtige Frage, die man sich oft stellen muss. Wenn dir jetzt jemand die Pistole auf die Brust setzt, du musst ein Auto hergeben? Jetzt hier drin? Jetzt, sofort. M5 würde ich hergeben. Okay.
Irgendwann wird der Käfer wieder weg. Der Urlaubskäfer. Ja, der Urlaubskäfer. Ich sag's ganz ehrlich, wenn der Preis stimmt, würde ich selbst den hergeben. Echt? Ja, ist traurig. Auch den. Was ich nicht hergeben würde, ist das. Mhm. Das ist ja eh nicht. Triese würde ich hergeben. Über den E21. Naja, wenn der irgendwann mal fertig ist, der ist ja noch lange, lange nicht fertig. Dann würde ich ihn auch hergeben. Was mir auch schwerfallen würde, weil ich sage, das bekommt man wirklich nicht wieder, aber wieder braucht man es, ist der Sierra X4. Oh, ich finde den. Mhm. Ja, eigentlich muss ich immer noch sagen, hier in der Halle 77 meiner Lieblingsautos. Hab ja sehr viele Lieblingsautos, aber ich finde dieses Auto einfach. Es ist so anders. Der Mann scheint sich sehr für das Auto zu interessieren. Nee, ich glaube, man liest sich auch mal die Zettel. Sollen wir mal fragen? Gerne. Was er zum Sierra hält? Darf ich dich was fragen? Ja, erzähl. Was sagst du zum Sierra? Du liest dir das auch so durch? Findest du, wenn du die Wahl hättest zwischen Cosmos und denen, würdest du dich für was für dich entscheiden? Also Crossword ist mir bekannt, das kenne ich gar nicht so. Deswegen? Ja. Sieht man sehr, sehr selten. Es ist wirklich ein originales Auto. 2,8 Liter mit Turboaufladung. Wir haben da so ein bisschen was dran gemacht. Der ist halt etwas stärker. Aber ist auch, sieht man selten auf der Straße, so ein Modell, ne? Sieht man so selten. Ja, finde ich auch. Das finde ich sehr, sehr selten. Weißt du, wen wir auch mal zeigen können? Guck mal, wer da hinten alleine steht. Alleine? Oh, Patrick. Patrick! Sollen wir unserer Community mal erzählen, was wir gestern gemacht haben? Dieseldämpfer eingeatmet? Oder Dieseldämpfer haben wir eingeatmet. Zu Hause mein Heizung ist kaputt gegangen. Und dann ist Diesel ausgetreten? Nein, wir haben ja eine Dieselheizung zu Hause. Nämlich. Und vor anderthalb Jahren war schon mal dieses Zündsteuergerät, also das ist so ein, wie nennt sich das? Entschuldige, nicht Dieselheizöl, Entschuldigung. Heizöl, oh ja, wenn wir mit Diesel tanken, wäre es teurer. Ja. Wie heißt das Zündsteuergerät, das Gehirn? Ja, also das Zündsteuergerät. Von der Heizung, das war kaputt. Meine andere Heizung war der Brenner, ich glaube, gefühlt 20 Jahre alt oder über 20 Jahre, den konnte man immer wieder retten. Jetzt habe ich vor anderthalb Jahren eine neue Heizung gekauft und als erstes habe ich gedacht, meine Heizung war aus. Dann habe ich gedacht, boah, scheiße, hast vergessen zu tanken. Das ist ja nichts Neues, ne? Und auf einmal gucke ich, nee, Diesel war da, aber die zündet irgendwie nicht. Und wir haben gestern Abend bis um 1 Uhr oder 0 Uhr war es, haben wir die Heizung bei mir zu Hause zerlegt und versucht zum Gang zu bringen. Keine Chance. Geht nicht? Nein, keiner. Wir haben das heißt, wir haben Ostern keine Heizung. Dafür holen wir ein bisschen Brennholz heute Nachmittag noch im Bauhaus und werden damit wir unseren Kamin ein bisschen befeuern. Aber wir haben es nicht hin. Aber ich habe schon gesagt, man merkt, man das lange eine abnimmt, nicht cool. Nee, also alle Heizungsmonteure, Respekt. Und wie ist hier so die Lage? Gut. Der interessanteste, der da war, war ein Blinder mit fast 2% nur noch Sehleistung. Oh. Der hat mir Apps gezeigt, was mich wirklich interessiert hat, wie der die Autos wahrnimmt. Der hat so einen Fleck, wo er nichts sieht, und dann sieht er außen herum nur noch Schemata. Eieiei. Und die sind ein bisschen schärfer. Ein bisschen schärfer als beim normalen. Und der geht mir dann frei. Ich finde auch so Menschen, wenn zum Beispiel der fragt, darf ich das berühren, darf ich das anfassen, kannst du ruhig okay sagen. Das ist natürlich hier auch das Problem oft. Wir haben ja, wie ihr seht, ihr könnt hier überall reingucken, aber leider Gottes muss man es auch sagen, es setzen sich Leute in die Autos. Das Thema haben wir ja schon sehr, sehr oft und es wird auch viel Schundluder getrieben. Ich habe das heute Morgen wieder gerade mitbekommen bei Nadine. Nadine hat jemanden live ertappt, wie eine Ente mitgenommen wurde und dann hieß es, nee, warm war nicht. Ja, ja. Und Nadine war sehr sauer, habe ich gerade gemerkt. Sehr, sehr Gummiente sollten wir dazu sagen. Ja, ne, genau. Nicht eine Ente haben wir keine. Ja, doch, wir haben eine Ente, die haben wir von Markus geschenkt bekommen, die steht hier irgendwo. Was ist denn eigentlich immer noch dein Lieblingsauto hier? Immer noch der Kadett? Ja, der C-Kadett ist gut. Limo, wo steht die eigentlich? Welche? Hast du mich jetzt nicht ernsthaft gefragt? Ah doch, da vorne. Das ist das Auto, was ich erst gezeigt habe. Hallo. Hallo. Komm, geh mal kurz in Nadine. Müsste nicht langsam auch das nächste Auto auf dem Prüfstand sein? Das Auto sollte schon da sein. Wollen wir das müssen wir noch was hin, Jan? Frag doch mal, wollen wir lieber einen Rundgang machen? Oder erst Rundgang. Wir haben ja Zeit heute. Wir machen ja ein bisschen Programm. Was hast du mit Sprache? Ich glaube Holländisch. Nee, Holländisch, glaube ich. Hallo.
Sollen wir einfach mal hinterdrängen? Sollen wir uns anstellen? Einmal heiß und fertig. Danke, klar, gerne. Thomas mit dem Roller ist das neue Passwort. Prüftand. Oh, danke schön. Hallo. Was hast du für Autos? Einmal ein Scirocco und einmal ein Mercedes 500 SL. Den muss er erst holen. Denn also, ich muss aber an dem Thomas vorbei. Und das Passwort ist Thomas mit dem Roller. Aber jetzt hast du das mal öffentlich verraten. Der nächste ich ändere das wieder. Das ändere ich doch wieder. Ja, guck. Jan, hier. Speichern. Hast du das Auto schon auf dem Prüfstand? Aber sicher. Das Schalter oder Automatik? Schalter. Ah, komm, dann gehen wir gleich dahin. Wir wollten aber eigentlich mal Nadinchen zeigen. Nadinchen ist ja auch hier. Auch da. Ist sehr voll hier. Ja, ist sehr, siehst du doch. Guck dich halt, doch um. Warten die Leute gerade, dass du weitermachst? Hier warten sie gerade, ja. Ja. Aber ist jeder tiefenentspannt. Hast du die Ente klären können? Ich habe das gerade schon erklärt. Auch nicht erklären. Ist da jetzt. Ist naja, ich war lieber sauer. Ja, ja. Wir binden sie an. Die Enten, die kriegen Halsband. Aber mit Strom. Ich will mich da reingucken und sehe den 190er. Da geht nichts. Guck mal. Weil ich im Kino ja angemeckert wurde, weil ich der Einzige war, der nicht mit dem Oldtimer gefahren ist. Weil wir Fetung gefahren sind, weil wir unser Kamera-Equipment mitnehmen mussten. Wir mussten uns aus dem Fenster lehnen, um die Filmaufnahmen zu machen. Und dafür musste man Fetor nehmen. Ich hätte natürlich auch meinen Fiesta nehmen können und der Michael hätte sich dann hinten aus dem Fenster rausgelehnt. Nee, das wäre nicht so gut gelaufen. Und heute habe ich mir gesagt, bevor ich mir was anhöre, dass ich hier mit einer E-Bombe bestehe oder gerade einem anderen Auto, habe ich ihn extra aus der Garage geholt, bin heute Morgen mit dem S2 hierher gefahren. Hast du ihn extra abgeholt? Nee, der steht doch bei mir im Wintergarten, weil mein Urquattro steht doch im Museum. Ach, komm, wir gucken, was da ist. Guck mal, wir haben heute auch wirklich echt viel Platz gemacht, dass wir hier alle Autos hinstellen können. Da haben wir Platz gemacht, dass wir also da Autos hinstellen können. Und sogar heute haben wir so eine dezente. Darf ich das sagen? Ihr guckt ja unser Video eh nicht. Der Pieper. Björn. Ja. Pieper ist im Urlaub, da ich sage, steht alles voll. Pieper darf nicht einschalten heute. Ja, wir sind im Livestream. Okay. Wie kann ich dir helfen? Wie lange muss man das im Voraus anmelden? Was denn? Den Leistungsprüfstand. Du kannst dich jetzt direkt anmelden, wenn du möchtest. Okay. Also wir machen jetzt gerade drei Messungen. Wir haben jetzt drei Autos schon. Du musst reingehen, zu Nadine, kannst du die Schleife anmelden. Okay. Ja, haben wir das auch geklärt. Guck mal, 190er sieht man hier auch wirklich oft, ne? Das ist der öfter hier ist, ne? Ich würde sagen, ist einer unserer Stammbesucher. Der ist jeden Samstag hier. Jeden Samstag. Ah, viel Mercedes heute, ne? Guck mal. Ja. Noch einer. Wir haben ja auch reichlich Mercedes-Content, ne? In letzter Zeit intensiv. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt auf dem Prüfstand steht. Wir müssen mal gucken. Hallo. 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 Zu wem gehört der? Geiles Auto hast du da mitgebracht. Grüß dich. Hi. Erzähl uns mal kurz was zu deinem Auto. Ja, im Endeffekt habe ich es von meinem oder von unserem Vater übernommen. Ja. Mein Bruder ist auch da, der hat einen 280 CE, weil er gesagt hat, naja, wenn du einen hast, dann brauchst du auch einen. Und im Endeffekt hat das mal angefangen, ein Kumpel wollte das Lenkrad haben und dann hat mein Vater das Auto gesehen und gesagt, den müssen wir restaurieren, den müssen wir retten. Geiles Zeug. Als der mal neu war, oder beziehungsweise da stand, war er blau, wir haben die Farbe bestellt und dann hatte der angerufen und sagte, hier ist irgendwas falsch. Da ist weiße Farbe gekommen. Der ist kurz nachdem er neu gemacht worden, oder ab Werk, oder kurz nachdem er aus dem Werk kam, neu lackiert worden. Komplett innen drin, auch Motorraum. Und keiner konnte sich erklären, warum, aber ich sag mal, in dem Weiß steht er auch ganz gut da. Finde ich sehr schön, die Farbe. Ja. Wie viel Leistung hat so ein Auto? 150 PS sollte er haben. Bin ich sehr gespannt. Was mich interessiert, ja? Weißt du, die Zunge innen drauf, wozu gehört die? Weißt du das? Rolling Stones. War geile Weiße, das ist mega, das finde ich geil. Guck mal, siehst du die Zunge innen drauf? Ja, aber gucken wir uns gleich nochmal vom Nahen an. Sehr gut. 150 PS ist ein Schaltgetriebe, ne? Ja. Viergang oder fünf? Die haben Viergang. Viergang. Ich guck mal, glaube ich, ob die mit dem vierten Messer oder im dritten wegen nicht so hoch drehen. Kennt das Mädchen den Drehzahl? Ich fahre ja. Perfekt, dann wollen wir jetzt mal messen. Hey! Ja. Oha! Donato! Übrigens, das Donato, wo ihr den Golf von bei uns auf der Seite gesehen habt.
Ja, die Kamera ein bisschen nah. Du machst es nicht. Nee. Aber es guckt kaum einer zu. Also wir sind hier ja, unter uns, auch. Kannst du sagen. Sich ab. Wir stehen hier unter uns, bis auf die paar tausend, die zugucken. Giuliano, was, bist du mit was bist du hier? 16V, also Kadett E. Und, läuft der gut? Ja, Ölverbrenner, zwei Takter. Ne? Aber läuft, also ist gut. Ist dir das eigentlich unangenehm, wenn die Kamera dich so nah anguckt? Nö. Du weißt ja, wer jetzt ist, der das macht. Ja, ja, habe ich einen Puffer irgendwo? Wie findest du ein Auto? Cool, schön, aber ist halt nicht meins. Ne? Ist das nicht deins? Nee. Oh, als Kopie endschön. Ja, ist ein tolles Auto, aber... Siehst du dich in so einem Auto? Komm, ich will dich ein bisschen beärgern. Siehst du dich? Das ist übrigens meine Truppe, mit der ich immer essen gehe. Und hier lerne ich mal Italienisch. Ich kaum auf. Nee, ich finde das so ein Ding gut. Du findest so ein Ding gut? Ja. Ist cool. Würdest du Automatik oder Schalter bevorzugen? Automatik. Ja. Hast du den 190er in der Halle schon gesehen? Ja, das ist geil. Heftig, ne? Ja, und als Diesel feiere ich sehr. Ja, das finde ich gut. So, wie ich gehe mal zum Auto kurz? Was ist denn? Boah, Innenraum ist sehr schön. Ja, wirklich schön. Das sieht sehr gut aus. Ja, ich würde sagen, ich steige in die erste Messung und dann gucken wir mal. Ist immer einsteigen. Wenn du nur aussteigen mit dem Rucksack, ist für dich schwer, ne? Ja, ich gehe einmal noch außen rum, damit man das mal so sieht. Das Auto, weißt du? Du kannst dich ja auch ein bisschen mit Donato. Ja, ja, ich laufe ein, zweimal rum um das Auto. Ich glaube, das ist cooler dann für die Zuschauer. Dann sehen die ein bisschen was. Das ist schon eine große Front hier. Wolltest du nicht vor dem Gebläse stehen bleiben? Sah sehr gut aus im ersten Moment. Parke kurz. Was haben wir mit euch rein im ersten Moment? Ist das denn verjagt? Ja. Du erzähl was. Was soll ich erzählen? Wie geht's dir eigentlich? Erzähl du mal was. Gut. Was machst du so mit deiner Halle aus? Halle läuft. So, ich gehe mal auf die andere Seite. Ich glaube, das ist geiler für Sound. Ja, ich muss von hier filmen. Ein paar Nachrichten lesen. So Leute, ich habe schon gesehen, einer hat schon richtig geraten.
typisch Mercedes haben die natürlich nicht volle Leistung. Aber Auto läuft gut und man muss den wirklich so hoch drehen. Also ich habe ihn jetzt gerade richtig hoch gedreht. Ich habe hier kein Drehzahnmesser und deswegen muss ich mich nach meinem Gefühl richten. Radleistung ging schon leicht bergab, aber ich glaube, der macht schon Bock für so ein altes Auto. Ich weiß gar nicht, was für ein Baujahr ist. Aber ich glaube, das ist ein Strich 8 Coupé, nennt sich das, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Das müsste so vor 80 auf jeden Fall sein. Vor 77 sogar. Er hat es ja gerade gesagt. Ne, 77 war der Kadett. Die ist jetzt komplett durcheinander. Was sagst du so? Oh, ist ein sehr schönes Auto. Kommt auch, ich lese gerade so ein paar Nachrichten. Tolles Auto. Es kommt sehr gut an. Ja, Innenausstattung schön neu braun beledert. Das ist sehr schön gemacht. Schaltgetriebe, Originalradio, Lenkrad. Ja, passt perfekt. Kombination beige, braun. Ist auch schön mit Schiebedach. Ja. Das sieht, ist komplett restauriert worden. Wirklich schönes Auto. Und hier finde ich das Schaltgetriebe jetzt gar nicht so störend. Wir bauen ja unseren Kompressorumbau auch auf Schalter. Wegen der Einfachheit, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und wegen der Leistung, dass man mehr Fahrspaß hat. Also hier, glaube ich, ist schon Dampf da. Läuft auch sehr sauber, das Auto. Ich glaube, das ist ein richtig schönes Reiseauto. So, Micha, guck mal, ich gehe jetzt im vierten Gang. So, jetzt guck mal am Tacho, wie hoch wir die armen Mädchen hier prügeln. So, das Vollgas. Und das sind echte 185, glaube ich, gewesen. Gut. Also, man muss sich vorstellen, ich finde das auch gut, dass Leute sich auch im Prüfstand trauen. Der junge Mann hat ja ganz klar gesagt, wenn ich den fahre, der kriegt. Und ich glaube, der merkt das auch schon. Wenn der Motor dreht, also der Motor braucht wirklich Drehzahl, um seine Leistung zu generieren. Man sieht das schön jetzt auf dem Diagramm auch. Radleistung ist ziemlich spät die höchste. Und Radleistung haben wir hier für viele Leute, die jetzt schon tippen wollen, knapp 93 PS. 150 soll der Motor haben. Denkst du, wir kommen der Sache sehr nah? Na, wie du gerade schon sagst, Mercedes-mäßig. Ja, die Älteren habe ich jetzt oft gehabt, gerade so Cargetronic-Geschichten, die haben dann auch immer ein bisschen weniger gehabt. Wäre so ein Auto interessant für dich, vielleicht mal selber zu fahren? Ja, aber das Problem ist, sie sind sehr teuer. Mercedes haben wir jetzt schon festgestellt, Ersatzteile sehr teuer und auch, was teuer ist an den Autos, generell die Anschaffung. Weil bei Mercedes, glaube ich, kaufst du auch den Stern vorne schon mal ein bisschen mit. Aber war das nicht so, dass bei Mercedes die Ersatzteilbeschaffung relativ gut war? Ja, sehr gut sogar. Guck mal, krass, im zweiten Lauf habe ich eine höher gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich glaube, das erkennt man nicht. Das aber ist zu dick. Ja, im zweiten Lauf habe ich eine höher gedreht und wir haben noch mehr Leistung, wenn wir höher drehen. Aber noch mehr will ich nicht fahren. Aber 137 PS und 181 Newtonmeter. Finde ich gut. Für das alte Mädchen hier finde ich das nicht schlecht. Ich glaube, da wird der junge Mann sich drüber freuen. Sehr schönes Auto. Also optisch auch von innen ganz toller Pflegezustand. Ich finde es toll, dass ihr heute damit hierher gekommen seid. Das muss ich auch so sagen. Finde ich ganz, ganz toll. Wirklich sehr, sehr schönes Auto. Guck mal, ich habe gerade im Chat gelesen, dass dieser Chromring hier die Hupe sein soll. Ist richtig. Krass. Wäre dir so ein Lenkrad zu dünn oder sagst du, das ist perfekt? Das ist geil, passt zu so einem alten Auto. Haben wir ja gehört, mit dem Lenkrad fing die Geschichte dieses Autos ja generell an. Mhm. Aber ganz toll. Wirklich leistungsmäßig auch ganz toll. 181 Newtonmeter und alles im oberen Drehzahlbereich. Das heißt, du musst dieses Auto auch wirklich hochdrehen. Ja. Also das ist nicht so, dass du sagen kannst, oh, ich schalte früh und nicht hochdrehen, der Arme. Leistung gibt es erst am Ende der Drehzahl. Soll ich dir was abnehmen? Ja, erstmal muss ich hier rauskommen. Vorne ist der Griff. Ach ja. Ist da der Motorraum? Wir kommen rein, wir gucken mal. Ja, kannst du mal in die Kamera um? Ja. Tatsächlich, der Motorraum war die Meisterarbeit. Ach, perfekt. Was soll ich machen? Ich muss auf Klo. Also. Kannst du? Ist das eigentlich sehr unangenehm, wenn einer so viel ist? Perfekt. Nee, oder? Richtig angenehm. Erst immer ein bisschen auf- und abrüsten, aber dafür kann man was von innen zeigen. Danke. Mein Vater, wir haben uns gesagt, wenn wir den schon einmal machen. Boah, sieht das toll aus. Dann machen wir den einmal richtig.
Was denkst du, leistungsmäßig? Hast du schon gesehen? Wir haben jeweils eine Wette abgegeben. Okay, ja. Was habt ihr gewettet, ohne euch umzudrehen? Ich habe gesagt, wenn der 115 hat, wäre schon gut. Ich habe 120 gesagt. Ja. Was fällt dir denn auf, wenn du fährst? Hast du das Gefühl, du musst ihn hochdrehen, dass der Power hat? Ja, das habe ich schon so ein bisschen. Also im unteren ist er ein bisschen schwach. Ich habe so das Gefühl, auch vom Anspringen, dass ich wahrscheinlich mal nach dem Kraftstoffdruck gucken muss. Ich bin jetzt natürlich auch kein, gerade Einspritzer bin ich kein Experte. Ja. Aber ich sagte, der Motor läuft toll, weil du hast 137 PS. Echt? Wenn du dich umdrehst, da siehst du es live. Sehr, 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 sehr schön. Und ich finde dieses Auto echt ganz toll gebaut, gefällt mir gut. Und wenn ich mir das so angucke, ne, Mercedes-Räume, ne, Bauräume, haben sich nicht verändert. Wenn ich in 100-123er gucke. Ist ja direkt ein Nachfolger. Ja. Ja, das sieht sehr, sehr ähnlich. Aber der 124er ist ja auch wieder ähnlich zum 123er. Man merkt, Mercedes und so hat das schon sehr gut. Weißt du, was mir direkt auffällt? Wir müssen uns merken, den Kühlwasserschlauch müssen wir uns merken hier für unseren Umbau. Mhm. Weil bei dem Kompressormotor sitzt nämlich hier ungefähr die Wasserpumpe. Wir müssen auch zu dem Kühler runter. Und dieser Schlauch hat natürlich der CLK nicht gehabt. Und ich sehe, der könnte 1:1 passen. Das Einzige, was sich hier ein bisschen geändert hat, sind die Streben. Stimmt, das hast du gehört. Und eines ist einer deiner Lieblingsautos, ne, wo du sagst, würdest du Coupé oder Limo bevorzugen? Limo irgendwie. Ich bin damit aufgewachsen. Geil. Willst du auch der Motor oder willst du eher einen anderen wählen? 280er mit der Doppelvergaseranlage. Eieiei. Ich weiß noch, was das für ein Akt war, die lustig mit den Sauglocken einzustellen, aber ja. Sehr, sehr geil. Danke für das Zeigen des Schwitzes. Ich gebe dir noch dein Diagramm. Wunderbar. Wir können auch gerne mal mit dem 280 als Vergleich kommen. Aber ich glaube, du hast ja jetzt erstmal schon, das ist ja heute fast wie ein Prüfstandstag hier, ja. Ne? Wusstest geil. Du, dass wir heute Livestream haben? Ja, das wusste ich. Direkt so gesteckt, so was. Direkt Prüfstand, los. Sehr schön. Sagt er, ich habe dich gerade angemeldet. Okay. Was sagt denn der Papa dazu, dass ihr dem Auto so Feuer gebt? Ist das okay? Das ist okay. Er ist ein bisschen darum, ja, weil er hat selber ein 123er Kombi und der macht momentan so ein bisschen Zicken. Und sagt er, ich will auch fahren. Ich sage, du kannst doch den fahren. Ja, nee, ich will lieber Automatik fahren. Ja. Ja. Aber geil, auch Innenausstattung, wunderschönes Auto. Ist schön geworden, finde ich. Sehr, 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 sehr schönes Auto. Community, habe ich gehört, feiert das auch sehr. Ja, ne? Ja, danke dir fürs Herkommen. Der Jan fährt dir runter. Dann hast du noch gleich zwei Autos, ne? Ja. Ich glaube, einmal aber, Scirocco und einmal 500er SL. Ja, wir gucken gleich mal von außen zu, dass der Jan macht das. Mittlerweile ist der Prüfstandsraum hier einer meiner Lieblingsräume. Ne? Und ich weiß, optisch jetzt der Sommer kommt, optisch und auch technisch. Gestern haben wir das Baby noch geputzt. Ich sage, wir haben gestern bis um 12 Uhr vorbereitet für heute. Krass. Ja, wir wollten eigentlich, ich wäre auch gern Karfreitag ein bisschen rumgefahren, aber Wetter war ja gestern, brauchen wir nicht drüber reden. Schrott. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo. Strecke nicht. Danke. Hallo. Weißt du, was komisch ist? Wenn ich meine eigene Stimme immer irgendwo höre. Ja, ja, auf dem Handy irgendwo. Ne? Ich muss mir gerade vorstellen, jetzt zum Beispiel, ich versuche euch mal mein Gefühl mitzuteilen. Jetzt zum Beispiel fühle ich mich wohl, auch wenn so viele Leute hier sind. Aber zum Beispiel im Kino, es war nicht meine gewohnte Atmosphäre. Und du hast gemerkt, ich habe kein Wort rausgekommen. Als du das vorsprechen wolltest, boah, da, ne? Ja, ja. Das ist peinlich. Ja, es ist manchmal so. Ich habe gerade gelesen, interview doch mal ein paar Gäste, aber... Das ist mir unangenehm, sag ich euch, weil ich glaube, nicht alle Leute haben da Lust drauf. Sollen wir jemanden rausfischen? Na, komm, wir gucken erstmal bei Giuliano. Oder wir nehmen uns Giuliano mit, der hat so diese italienische Sympathie, vielleicht mag der auch Leute ansprechen. Oder Ralf. Marco, ein Foto mit dir machen. Klar. Ja, klar. Komm. Warte, wir müssen einmal Platz machen. Ja, klar. Dankeschön. Bitteschön. Schön. Ja. Gut gemacht. Ralf, willst du der Community was erzählen heute? Nicht wirklich. Willst du mal ein bisschen rumgehen, mit den Leuten sprechen? Nein. Wo ist Giuliano? Giuliano, sollen wir gleich mal ein bisschen rumgehen, ein bisschen Interviews machen? Hast du Bock? Interviews? Oh, klar. Machst du? Machst du italienischen Charme, finde ich. Okay, was haben wir denn da? Oh, guck mal, Giuliano ist richtig heiß. Erzähl erstmal, was zu deinem Auto. Ich habe gesehen, du hast da angemeldet, ne? Ist angemeldet, ja, auf Haar.
sogar, bin ich richtig stolz drauf. Aber ich habe gerade mit dem Ralf gesprochen und habe doch festgestellt, da muss man nochmal stark ran. Ne? Warum hast du Krümmer abgehabt? Weil die Muttern alle neu sind? Weil ich habe die Ölwanddichtung frisch gemacht, aber die Ölpumpendichtung ist auch undicht. Also die neue Ölwanddichtung? Also eine neue Ölwanddichtung habe ich reingemacht, aber wie gesagt, er verliert noch an der Ölpumpen. Ist das die Italiener? Nee. Du hast mir noch gesagt, die Italiener verlieren Öl. Ja und? Also das ist also doch ein Italiener. XE darf auch verlieren, XE ist was anderes. Mercedes, sagst du, 190er sieht fett aus? Unnormal. Und du feierst, dass es ein Diesel ist? Ja, ich liebe Diesel. Ich habe vorhin schon gehört, Charles, kein Benzin. Also ich sage euch, habe ja mit Raphael schon gesprochen, wenn wir da an den Motor rangehen, Pumpenelement, Turbolader, können wir daraus das stärkste, naja, Serienauto doch, was ist der stärkste 190er? 193 PS, glaube ich, 2,5er, ne? Da fragst du mich jetzt auch was. Oh, haben wir ein paar Leute, die das vielleicht wissen. Ich meine, der stärkste 190er ist der 2,5-16V mit, ich meine, 190, 193 PS. Und die Leistung, sagte Raphael, könnten wir rauchfrei hinbekommen. Also relativ rauchfrei. Ohne, da kommen keine Blümchen. Mhm. Ja, da kommen keine Blümchen hin raus, aber da kommt trotzdem ein bisschen was hin raus. Stefan, sollen wir eine Runde rumgehen? Klar. Lass doch mal als erstes dem anderen GSI gehen. Ja, komm. Der Giuliano macht das jetzt, siehst du? Was soll jemand? Hier. Haben wir Autogrammkarte? Autogrammkarte hat Nadine drin. Danke. Bitte. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, der haut gerade ab. Willst du dir noch was? Was denkst du? Ah, steht da 16 vor dran. Ja, ich sehe XE im Kennzeichen. Ist natürlich ein Opel-Fahrer, so wie ich. Ich habe auch XE im Kennzeichen. Ne? Hast du auch XE drauf? Ja, wenn du ein XE hast, musst du es auch zeigen, weißt du? Ist das der Schriftzug auf der Frontscheibe? Ist das Serie? Also ist das ein Tuner? Weißt du das? Das kenne ich gerade. Aber können wir eben fragen. Na los, komm. Auf geht's. Juliano ist ja der Opel-Fahrer, also folgt ihm. Hallo. Hör mal, die Haribos, die braunen, die magst du auch nicht, ne? Ja, ich mag eigentlich alles. Also. Aber wir wollen noch ein paar Fragen stellen, bevor du abhaust. Ja. Zu dem Auto. Ja, musst du aussteigen. Ja. Muss ich aussteigen? Ja, musst du. Muss mir noch, da ist nichts mit abhauen jetzt. Okay, mal immer was. Ja, genau. Ja? Ja. Einmal originaler GC? Nein, nein. Also Umbau? Ja, war der billigste damals vor 2 Jahren in Nizza. Was war es für einer? Das war so ein 1,6er. Und okay. Der war aber umgebaut und da war mir wichtig, dass das schon alles eingetragen hatte. Aber ich meine, du bist ja, oder tickst ja ähnlich wie ich. Ja. Du musst es ja auch zeigen, dass du XE fährst, weil das ist ja das ist Potenzersatz, weißt du? So als Opel-Fahrer, also XE Auto drin? Ne, ist auch drin. Können wir mal reingucken? Das sieht nicht hübsch aus. Ja, das ist nicht schlimm. Aber in Rot sieht er schön aus, ne? Richtig, die Lippe. Was würde ich dafür tun? Ist das eine Zubehörlippe da? Ja. Müsste Manzel. Die Lippe auch ein Manzel? Ja. Oh, da sehe ich noch was. Aha. Also dafür, dass du sagst, sieht nicht gut aus, bin ich schon ein bisschen eifersüchtig. Ja. Da sehe ich interessante Sachen. Mhm. Alles drin, ne? Also alles Haken, ne? Das war wichtig. Ja, aber es gab die einzige, wo du mit Haken kriegst. Genau. Das die anderen, die im letzten, sind ja alle ohne. Und die müssen wir noch extra besorgen, weil da ist eine offene Lufthülle drin. Ja. Die haben alles an, kriegst du nicht so angetragen. Was hat er in Leistung? Letzte Woche, vor 2 Wochen, hier 163. Das ist eigentlich ein bisschen wenig, aber der Drehmomentverlauf, der ist eigentlich in Ordnung. Da kann man nicht meckern drüber. Was hat er für einen Drehmoment? Ich weiß nicht, ich muss auf die Liste gucken. Aber stabil ansteigend, hat keine Absacker drin. Ne? Aber 163 besser. 163. Ja. Serie Nockenwellen oder? Serie. Alles Serie. Aber meinst du, wenn du damit Nockenwellen dran gehst, da gehen dann ruckzuck Leistung, weil du kannst ja damit sehr viel rausholen. Ja, das Problem ist der Kasten mit dem Luftmassenmesser. Projekt ist jetzt eine KMS. Ende 25. Ja. Ja, und frei programmierbar zu gehen, damit das alles ein bisschen moderner läuft. Getriebe F20? Ist noch ein F20. Ich habe zu Hause schon eine Sperre liegen vom Lake-Track. Aber F20 bleibt. F20 bleibt, ja. Man kriegt ja keine Opel-Teile mehr. Ja. Ich habe früher eine Lamellensperre gehabt, in Original Opel Motorsport. Das sind meine Kumpels. Die haben früher in der Opel-Szene waren, die so mit Hagen, Dortmund. Ja. Habe ich hier schon vor 30 Jahren so ein Auto gehabt. Also, ja, mir schon ein bisschen gealtert. Aber ich finde es toll. Also ich finde ein schönes Auto. Geil. Finde ich auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall Glückwunsch. Ja, danke. Aber ist noch nicht ganz so dicht unten rum. Hast du ja gestern gesagt? Ich sehe. Ölwanne. Und dann könnt ihr beiden Opel-Freaks jetzt auch mal sagen, dass die Italiener geile Autos sind, oder? Oh, da, guck mal, da auch schon wieder. Was sagst du?
Ja, also ich kann euch sagen, mein Alpha 75 ölt nicht. Ja, du fährst meine doch damit Integrale nicht. Ölt nicht. Fährst doch nicht damit. Ja. Du fährst und dann ist das schon ein Muss. Nee, es ist halt was für Hobby. Eure Kinder sind alt. Ja, du musst halt immer dranbleiben. Aber eure Autos markieren halt ihr Revier, ne? Ist so. Ja, das aber mit der Ölwanne ist schon echt, das war schon vor 30 Jahren ein Problem. War es natürlich Schweinblech XEV, ne? Nicht. Hab eingeklebt, ist es zumindest. Oh, merkst du, sie sind wirklich die intimen Gespräche hier. Hallo. Ja, das ist mein Mann hier. Ja, also, das sieht schon die intimen Geschichte. Ich darf uns mal anschauen, irgendwie in deiner Lippe fehlt doch diese Abschlepplöse. Nee, die habe ich. Hast du jetzt schon? Aber ich tue die nie dran, weil entweder wird sie geklaut oder du verlierst sie. Ja, du kannst doch hinten auch mit dem Kabel. Ja, aber wenn du dann mal liegen bleibst, dann... Na? Sicher ist sicher. Aber vielen Dank für deine Zeit. Ja, Dankeschön. Du bist richtig guter Reporter, ne? Ich auf jeden Fall. Also wenn du jetzt bei mir eingestellt bist, würde ich sagen, du machst auch mit die Videos. Aber ich würde, falls RTL zuguckt, ich suche noch einen Nebenjob auf 520 Euro. So, was zum nächsten? Opel oder willst du was anderes? Den haben wir vor zwei Wochen auf dem, sogar, siehst du ja, neuer, alte Prüfstand. Ich weiß, da wurde was verändert, ist ein 8V. Den 190er kennen wir ja aus dem Kinofilm, ne? Schöne Farbe. Der Silberne ist auch ein 8V. Hier, ne? Ja, Opel. Und viele Mercedes habe ich gesehen, ist jetzt auch hier. Wir machen ja viel Mercedes-Content jetzt. Hast du schon den Ritmo? Den habe ich vorhin als allererstes angeguckt. Schon ein tolles Auto. Ja, Ritmo ist mega. Das ist echt. Hört er zu dir? Wie kommt es, dass du italienisch ins Auto fährst? Wo ist mein Vater? Der ist ins Fahrt gerannt, wie er die Kamera gesehen hat. Echt? Ich bin vom Vater versorgt gewesen. Für mich ist das Auto aber als erste Serie. Mein Vater hat den erzählt, das ist ein 105er nur. Ja. Also nur, das heißt nur. Heutzutage haben wir froh, dass man so ein Auto, genau, wo ich gerade das danke, dass du es gesagt hast. Heutzutage muss man froh sein, das zu sehen. Ja. Und das ist zum Beispiel, entschuldigen Sie das Wortfall, das ist zum Beispiel meine Station. Wenn ihr mit eurem Oldtimer kommt, 190er haben wir viele, S2, habe ich auch, alles. Aber das sind Oldtimer, die, wo ich mich riesig drüber freue, weil diese Autos, wann siehst du einen Ritmo? Ja. Und das ist ein 105er? Das ist ein 105er, ja. Das ist halt derselbe Motor wie der Abarth, hat nur 1,6, auch ein Doppelnocker. Der ist noch nicht ganz fertig, bitte. Hast du den Schlüssel von dem Auto, dass man die Haube aufmachen kann? Ich habe nur nicht so lange, gell, jetzt nicht zu kritisch sein. Nein, wir sind nicht kritisch, um Gottes Willen. Ich sehe, Giuliano ist auch dabei, aber ich habe Angst, dass man zerrissen wird hier. Na, zerrissen? Siehst du, du hast schon einen Ruf gegen Italiener. Ja, ich habe gar nicht. Ich finde total toll. Nee, überhaupt nicht. Nicht? Er hat mich verseucht. Hast du italienische Wurzeln? Nee. Wie kommt es, dass man da Italiener fährt? Geil. Ja, Mann, danke. Das ist einfach geil. Aber warum sagen Italiener, dass das... Obwohl, ein Ritmo und Donato würdest du auch gut finden, ne? 130 TC, ja, auf jeden Fall. Ja, aber gewinn mal einen 130 TC. Das ist eben das Ding. Ich war nicht bereit, 15.000, 20.000 Euro dafür auszugeben. Das tut mir leid. Ja, verstehe ich. Ich wüsste null, wie der Motor aussieht. Wisst ihr, wie der Motor aussieht? Ich weiß es null. Müsste, glaube ich, auch zwei Wochen, zwei Wochen sein, ne? Ja, krass. Das erinnert mich an den alten... Alpha auch, ne? Geil. Aber geil, Motor quer eingebaut, Luftfilter vorne, eigentlich gar nicht schlecht so, ne? Schwedenkopf, sprich Kopf, also nicht auf einer Seite alles. 105 PS hatten die? Das fühlt sich doch aber in dem Auto schon gar nicht schlecht an, ne? Was ist das? Hast du was gekauft? Chroma E. Hast du gekauft? Ja, zeig mal ja jetzt. Jetzt wollen wir es aussehen. Mal. Ja, du hast das doch nicht verraten vor Kamera. Ja. Jetzt habt ihr euch einen Italiener gekauft? Ja. Wieso habt ihr beide euch einen Italiener gekauft? Ja, müssen wir mal in Ruhe reden. Zeig ich dir. Also erkläre ich dir alles mal bei einem Essen. Ja, der Giuliano ist ja eigentlich auch so ein verkappter Italiener. Ja, bin ich auch. Ja, bin ich auch. Vom Herzen ist das ein ganz lieber, ganz tiefer Italiener. Ich bin hier sowohl auf Instagram als auch, ich mag den Giuliano voll gerne. Ich mag ihn noch viel, viel lieber. Ja, und also, Stimme ist, das war jetzt eben mit Spaß, das war alles auch, gut. Ne? Er gibt das nur nicht zu, dass er eigentlich Fiat und Italiener viel geiler findet wie Opel. Ja, ich bin ein Deutscher, gefangen im italienischen Körper. Geiles Auto, oder? Ja, muss noch einiges dran gemacht werden. Keine Würdest Frage. Du deinen Golf 2 für einen 130 TC hergeben? Schwer, ne? Ganz schwer. Nicht weil, also ich finde das Auto geil, 130 TC, super geil. Auch verdammt selten. Aber ich glaube, in meinen Golf habe ich zu viel Geld und Arbeit reingesteckt, dass ich den gegen ein anderes Auto tauschen würde. Aber du hast ja auch italienische Autos, darf man nicht vergessen, ne? Ja. Was hast du, ein Fiat? Fiat 500.
Sondern wie heißen die? Das ist nicht der Kombi, ne? Nee, der normale. Cinquecento. Cinquecento. Das heißt 500. Ich kann sogar Italienisch. Centanda Cinque. Da hinten steht übrigens auch ein Alpha, hast du gesehen, ne? Wo? 75er Turbo. Nee. Ja. Oh, ein süßer Hund, ne? Ja, den hat Nadine vorhin schon. Sieht ein bisschen aus wie ein Eichhörnchen, hat Nadine gesagt. Oh, der macht. Ist der ausgewachsen? Ja, die ist ausgewachsen, die ist schon 3 Jahre alt. Sieht das nicht so viele Menschen? Hat sie da Angst, oder? Nee, eigentlich nicht. War schon ein kleiner Hund, ne? Ja, ich verlierst du zu Hause. Verlierst du? Corvette. Oh, ja, ja, ja. Eigentlich cooler Sportwagen, ne? Ja, aber hast dich von sowas vor kurzem mehr oder weniger getrennt, ne? Für den Lotus Omega. Ja. Also deswegen, ich muss ein paar Autos hergeben, dass das daher kam. Hallo. Hallo. 944. Hab ich auch schon ein paar Mal gesehen, finde ich richtig cool. Boah, das Design ist geil. Ja. Schnell und einfach, sage ich immer. Aber guck mal, auch Chupa Chups hingestellt. 1er GTI geht immer. Das könnte ich dir nicht mal sagen, was das für ein Auto ist, Marco. Alpha. Okay. Stand vorne jetzt nicht drauf. Geil. Nur 944 ist für mich auch immer wieder ein schönes Auto. Immer wieder schön. Geil. Schöne Autos heute hier, ne? Mhm. BMW E30. Ich glaube, das Auto hatten wir am Prüfstandstag gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Der sieht übel aus. Darf ich dich mal kurz stören oder bist du am Film? Wir sind live. Ja, wir seid live. Hey, hast du auch Magna Core bei dir in den Lotus gemacht? Oder ich habe die Zündkabel nur in Rot reingemacht. Ja, das ist mittlerweile so teuer geworden. 400 noch was haben wir. 250 habe ich bezahlt. In England extra. Weil die haben ja Silberkern, die sonst verrecken die ja immer. Die gehen ja immer kaputt. Ich weiß, die Zündkabel bei unserem waren beim Lotus waren halt leider auch kaputt. Ich habe mir dann auch nagelneue Kerzen und Kappe bestellt. Also Kabel, Kappe, alles neu bestellt. Und das muss ich gerade überlegen, wir haben gar keine Kappe, wir haben eine Zündbox, sowas. Aber die Kabel haben 400 Euro gekostet. Und dann ich habe damals 250 und die halten jetzt schon seit 90.000 und normalerweise haben die früher immer 40.000, da fingen die an. Unter der Leiste würden die so heiß, dann werden die porös und dann fangen die an. Die das wäre mit dem Motor bestimmt da drin auch nicht so schlecht, ne? Das macht schon Spaß. Das macht Spaß. Ja, nur heute Morgen war noch ein bisschen feucht. Da ist ein bisschen mit den Reifen ein bisschen schwierig. Da muss ich erst mal gucken, wir sollen ja, irgendwo Bilder geschickt haben und alles. 75 stehen sehen. Guck mal, hier sehe ich. Apropos. Ah, das ist das Design. Siehst du? Ja. Von den Sitzen haben wir das so übernommen. Aber das hier werde ich. Da werde ich mit Giuliano ein bisschen kummeln, weil Giuliano hat auch schon gefragt nach dem Auto. Und mal gucken, ob der Giuliano da Bock drauf hat. Aber wo steht denn hier ein Alpha 75? Habe ich auch noch nicht gesehen. Das wäre ja heftig. Unser Parkplatz, wie ihr seht, ist ja leider schon fast voll. Der ist voll. Boah, was ich auch schön finde. Das ist Auto das mit dem, ja, das Auto? Ja, ist auch das Auto. Krass. Es wird gefahren. Da können sich bestimmt auch viele dran erinnern. Und nicht bei eBay Kleinanzeigen inseriert. Aber hier sehe ich kein Alpha 75. Vielleicht gucken wir auch nur nach einem roten Auto, weil wir das so rot im Kopf haben. Aber ich weiß, wie ein Alpha 75 aussieht. Ja, okay. Also das sollte es. Hier ist aber auf jeden Fall keiner. Vielleicht ganz hinten auf dem Parkplatz. Und Micha, was sagst du so? Wir haben Glück mit dem Wetter. Ja, das schon mal als erstes. Weil gestern war Schrott. Und ich finde, krass, das ist ja, letztendlich ist heute ein ganz normaler Samstag. Ja. Und es wird jetzt jeden Samstag immer voller. In der Werkstatt, habt ihr gesehen, arbeiten wir schon lange nicht mehr samstags, weil wir das freigeben. Und dass sich das ein bisschen verteilt, weil im Museum ist es halt sehr, sehr eng. Was hältst du davon? Ja, sieht oberfett aus, ne? Oberfett. Ich glaube, der wird auf Luft sein, so tief wie das Ganze ist. Weil die Auswahllage, das sieht so aus, die läuft auch da unten lang. Viel Spiel ist nicht mehr, ne? Nee. Eieiei. Geil. Ich habe gerade gedacht, wenn du hier so reinkommst und guckst, dann denkst du, du kommst in die Movie World rein, so mit dem Auto, ne? Auf jeden Fall. Achso, du hast die Blenden abgemacht. Hallo. Hi, hallo. Alpha Spider. Schön, ne? Mhm. Wenn das offen ist, sieht das wunderschön aus, das Auto.
Wenn du die Wahl hättest von hier draußen so Autos, was spricht dich so sehr an? Boah, der Mercedes war cool. Der, ich finde sogar dieses Chupa Chups Design hier auf dem Porsche finde ich echt cool. Ich weiß nicht, warum ich so auf Design stehe. Ich weiß es nicht. Aber es sieht auch gut aus. Ich könnte euch ja den Alpha 75 zeigen. Nee. Hallo. Hallo. Nissan Micra. Davon gibt es bestimmt auch noch wenige. Das, hast du so schon gesehen? Nein. Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht. Früher rumgefahren ohne Ende. Dann wurden die alle weggeschmissen, weil die auch natürlich oft rosten, die Autos. Der Nachfolger, K11 Micra, rostet immer unten unterm Schweller. Kannst du immer an eine Stelle hinfassen, der war immer rostig. Aber die Motoren sind immer gelaufen. Super zuverlässige Autos. Wird aber ein Oldtimer werden, den keiner haben will, leider. Will keiner haben. Aber vielleicht in 20 Jahren ist das wieder so eine Sache. Ja, weil er dann so selten ist, wie der Fiat Ritmo, ja, den früher nämlich auch keiner haben wollte. Und heute wird er gesucht und super teuer. Noch ist das unbegehrt. Ich wette, den Nissan Micra kriegst du noch sehr, sehr günstig. Auch mit, ist das Serie, diese Schiebe? Oder ist das nachgerüstet? Es kann sein, dass es das Serie gab, aber soweit weiß ich es nicht. Hallo Marco. Hallo. Das ist interessant. Hey, habt ihr den Santander Cinque schon gesehen? Hey, was? Also ist das Schiebe, ja? Nee, warte mal, wo deine steht der? Einer steht raus. Den haben wir ja, nee, den haben wir ja verändert. Aber meine Felgen sind noch nicht da. Warum sind die Italiener? Ja, wir haben Ferien. Ja, pass auf, in Italien hast du Ostern. Hast du eine Woche davor, ist schon langsam so einstellen auf Ferien. Da geht schon nicht viel, dann kommen die Ferien. Und eine Woche danach auch nochmal so ein bisschen, hey, Piano, weißt du, so. Waren Ferien. Waren Ferien. So, und dann gucken sie, ah, der Tedesco hat bestellt. Und dann kriegst du eine Ferien. Aber letztes Mal habe ich welche bestellt in Italien. 3 Tage waren die da. 3 Tage. Ja, braucht der Knete. Also ihr habt das noch nicht gesehen, ne? Ne, wo ist er denn? Sollen wir gucken, aber sollen wir es verraten? Obwohl, das, über das Auto wird es kein weiteres Video geben, außer im Ende, wenn wir das Auto, das Video ist ja bereits gedreht, das Auto läuft ja schon, das können wir ja verraten, und das Video ist schon 50 Minuten lang, weiß ich, und... Ach, Sonntag? Nee, jetzt Sonntag kommt das nicht. Danach Sonntag? Danach Sonntag haben wir überlegt, weil das Prüfstandsvideo ja, gestern, deswegen. Wir hatten ja gestern keinen Prüfstand, da werden wir das zeigen. Und ich hoffe, dass bis dahin die Felgen da sind. Also, mal gucken. Ja, komm. Ich halte die Kamera zu. Hallo. Hallo. Ist der eine denn schon weg? Ja, ich habe geguckt, ich habe keinen gesehen. Waren 75 Turbo da? Ja. Warum fährt er nicht auf den Hof, ey? Dankeschön. Hallo. 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 Hey, Daniel. Hey. Daniel. Marco. Das müssen wir auch erzählen. Wir haben Donnerstag so harte Vorbereitungen gehabt. Du hast 3,5 Kilo Schaschlik geholt. Ne? Mm. Wir haben es nicht geschafft zu essen. Oh nein. Weil wir so viel vorbereitet haben. Ey, soll ich den Leuten ein bisschen Alpha schon zeigen? Ja. Weil Felgen noch nicht drauf sind. Das scheppert ja, nicht so. Ja, aber kann man das vielleicht als live, kann man nichts reduzieren oder so. Ne? Nee, liegen Haare nichts machen. Ja, ich habe mir die jetzt ein bisschen gemacht gerade. Haare liegen. Ja. Daniel und Silvestermann, wie findest du das Design auf dem Auto? Geil. Ja. Schlicht, aber irgendwie cool, ne? Hast du es eigentlich schon gesehen? Nein, ehrlich nicht. Hast du auch nicht gesehen? Ja, komm, dann gehen wir mal gucken. Aber nicht, musste ich denken, ein Kumpel von mir hat sich einen BMW geholt, der hat ja Soft Close Door. Und er hat mir das gezeigt und dein Gesicht, so wie du gerade bist, so kam mir direkt vor Augen. Ich so, Daniel, so? Ja, auf jeden Fall. Daniel direkt so. Oh. Soft Close. Ja, doch. Also, wenn einer von euren Autos Soft Close hat, Daniel ist auf jeden Fall. Ich bin dabei. Video schicken dem Daniel. Immer wenn ich den Daniel mitnehme mit dem Tesla-Ding. Hat kein Softclose. Daniel, willst du mit? Ja. Komm, wir gehen mit. Julian, was sagst du eigentlich hierzu? Ah, schön. Manta oder Monza? Manta. Okay, das war eine schnelle Aussage. Hallo. Hallo. Das deutsche Auto, ne? Geil. Du musst Italiener gucken. Ihr habt den auch noch gar nicht gesehen, ne? Nein. Was sagen die Leute? Wollen die das sehen? Ja, das vorher mit Sicherheit. Ja, komm. Ist ja leid. Bist du jetzt so darauf gewartet? Ich hab ihn geschneit. Aber nochmal, die Felgen bleiben nicht da drauf. Die Felgen, finde ich, versauen das Design gerade. Boah. Ich
finde aber die Felgen, wenn jetzt weiße Felgen drauf sind, glaube ich, wird es geil. Boah, das knallt schon. Aber es ist schlicht, ne? Das ja. Einzige, was zu dem DTM-Design nicht gehört, ist das auf dem Dach. Das war auch vom 155er, glaube ja, ich. Ja, weil das Dach war mir sonst aber zu das, hoch. Das, ja, aber es passt. Das passt, das ist geil. Aber auch cool, ich weiß ja noch, du hast mir geschrieben, Starler 77, richtig cool, das ist der Teil. Oh, auch damit? Das finde ich. Ey, ich finde das Heck sieht am geilsten. Das muss ja ultra viel Arbeit gewesen sein. Ja, das ist Daniel, sagt auch immer ganz klar. Das ist schon, wie hast du gesagt, das ist schon hart, ne? Ja, Strafarbeit. Und was ich an krass. Daniel geil finde, er macht mir immer wieder diese Kennzeichenträger. Die sind ja bei unserem Autos alle sehr individuell. Mhm. Das finde ich halt geil. Und von hinten gefällt mir das Auto jetzt gerade am besten. Es ist nicht übertrieben, das Design. Also man kann nicht sagen, oh, schon wieder Rennvorlehrung. Sondern wir haben uns an dem originalen DTM gewandt und haben gesagt, da kommen halt noch andere Räder drauf. Und mit den anderen Rädern, ich bin mal gespannt, was Community sagt, ich glaube, wird das heftig. Was meint ihr denn? Wäre Nacktrot besser gewesen? Nee. Das sieht gut aus. Das sieht richtig. Aber jetzt doch gerade, ne? Ja, wir haben es gerade gemacht. Oh, weia. Das muss ich dem Daniel ja auch erzählen. Daniel, wie lange haben wir gerätselt bei dem Originalen? Kann man es nicht richtig erkennen. Der Originale hat natürlich viel breitere Backen. Da geht das hier hoch, wird hier aber gerade gezogen. Haben wir alles. Wie lange allein Daniel geklebt? Ist der Daniel, mach doch wieder gerade. Dann, oh, Daniel, mach wieder schräg. Weil ich wollte eigentlich nicht, dass das hier so drüber klebt. Aber es ging dann halt einfach nicht anders. Und so ist jetzt für mich der sehr, sehr guter Kompromiss. Donato, was sagst du? Kommt ja auch hier. Ich lese gerade ein paar Nachrichten, kommt sehr gut an. Und was man eigentlich wohl nicht machen darf, aber ich habe es gemacht, weil sonst nicht passt, hier war ja Chrom. Ja. Man darf wohl das Chrom nicht wegmachen. Aber ja, dann auch. Ich aber mit Schwarz gut. Ist okay, sieht gut aus. Ich freue mich schon die Felgen. Weißt du, welche Felgen da drauf kommen? Die OZ? Nee, die auf dem, film mal den Weißen da. Ah, zeig die vom Lancia? Die habe ich bestellt, in Weiß. Genau die gleiche. Genau die gleiche. Die haben ich zeige euch das kurz. Vorsicht! Die Felgen habe ich bestellt. Die Felgen. Ja. Hi! Ja, habe ich gezeigt. Die Felgen kommen auf den Alfa 75. Wie viele Italiener hast du eigentlich? Alle. Ich glaube, wir haben schon sehr viele italienische Autos, ne? Wobei ich gesagt habe, ich würde auch welche hergeben. Also zum Beispiel, wenn du mich ehrlich fragst, mich vor die Wahl stellst, Integrale abgeben oder Alfa 75 abgeben? Nur sag nichts Falsches. Marco wollte den Integrale abgeben, ne? Hat er vorhin gesagt. Das kannst du nicht bringen. Aber ich finde, du kriegst eine Integrale wieder gekauft, natürlich für viel Geld, weil Alfa 75 Turbo. Okay, steht nur eine in Evolution da drin, aber den kauft ja auch keiner für 60.000. Boah, nee, Integrale ist schon. Das so. Würdest du gegen KDC tauschen? Oh, das ist jetzt auch schwer. Ja, ja. Das ist richtig schwer. Aber KDC in Integrale? Du musst die nochmal fahren, ne? Nicht nur angucken und stehen lassen. Mit den Felgen jetzt gerade? Ja, natürlich. Oh, nee. Ich sag dir ehrlich, ich weiß ja auch, schwarz ist ja immer so schlicht. Wenn der jetzt so weiß. Ich glaube, da würde auch der CKDP weichen. Integrale ist schon hier, da kommt der Italiener durch. Was sagst du eigentlich zum Dedra? Der sah mal schlichter aus. Ne? Ich weiß noch, dass ich ihn aufzwingen musste. Das stimmt. Und heute bin ich stolz, ihn zu besitzen. Ja, habe ich gesagt. Hast du gesehen, dass wir jetzt überall Schilder drin haben? Ja, das ist auch eine sehr coole Sache. Ja. Finde ich wirklich toll. Patrick, das war gerade ein Passat Carrata. Du kannst hier aus der Ecke ein bisschen rausbewegen. Der Patrick, der Arme, tut mir fast leid. Die denken jetzt alle, ich habe dich dahin eingesperrt. Also ihr könnt euch hier alle frei bewegen. Wir wissen. Ja, aber ich kriege immer den Mecker, dass ihr sagt, die Leute müssen da stehen bleiben. Das ist krass, was. Ich finde, das muss man auch mal sagen, Daniel macht schon echt geile Kunstwerke. Und jedes Mal kriegt er mit mir, er hat alles fertig, aber kann man das so machen? Weißt du noch, beim City, wie oft wir den City was draufgeklebt haben, wieder abgezogen. Aber ich finde auch, das ist schlicht, aber geil. Ne? Mit den weißen Felgen, was meinst du? Das scheppert schon. Ich finde, die Felgen sahen zu brav aus. Auf jeden Fall. Also du kannst nicht das Design mit den Felgen, das geht nicht. Nein. Weil die Felgen sind zu... Die habe ich ja auch dazu gekauft. Ja, aber die können wir vielleicht für was anderes verwenden. Wenn man das Design wieder abmacht, das ist ja nur aufgeklebt, dann hast du den Wagen halt schlicht. Wobei ich finde das jetzt nicht übertrieben.
Was heißt Sala übersetzt? Das könnte mehrere Sachen heißen. Ja, das heißt, also das ist eigentlich so ein Saal. Ne? Also sagt man, Sala Jogi haben wir zum Beispiel, das ist die Spielhalle. Ne? Spielunkel. Aber ja, Halle kannst du auch sagen. Ne? Also, was würde denn Halle, wenn man wirklich sagt? So Halle, also wie gesagt, ich habe gesagt, die Werkstatt ist ja auch für China. Ja. Ne? Das ist, aber das kannst du ja, aber ja, eigentlich, also ich finde es cool. Das was heißt Spielhalle? Sala Jogi. Jogi ist Spiel? Jogi, ja, das ist. Genau, umgekehrt, ne? Also Sala, Halle, also Halle Spiele, so, ne? Also es wird im Italienischen halt umgedreht. Genau. Ja. Krass. Krass. Ja. Fett. Ja. Nummer. Speck, Speck, Fett. Wie, im Russisch? Ja. Genau, genauso geschrieben? Ja, nee, in Kyrillisch halt, aber ich weiß gar nicht, wie es auf Kyrillisch geschrieben wird. Aber Sala heißt da Fett. Ja. Passt ja auch. Wenn der Russe das sieht, der blinkt sie auch. Okay, das ist fett. Speck von 77. Die Karre ist fett. Ja, genau. Oder so. Weißt du eigentlich, was Sven sein Lieblingsauto hier ist? Boah, ich würde jetzt schon fast sagen, der Mercedes. Nee, der M5. Echt? Mhm. Trotz dem des 190ers? So wie er da jetzt steht mit den Felgen? Wohl, so hat er ihn ja noch nicht gesehen. Grüße gehen übrigens raus, Sven, falls du was sehen solltest. Sven ist, glaube ich, heute im Treffen in Meppen, glaube ich. Ne? Menden oder Meppen? Meppen, Menden. Irgendwo ist er auf ein großes Autotreffen. Nach, hast du einen Chroma-Lenkrad-Tank? Guck mal. Ich habe hier wohl einen Fiat-Lenkrad. Wie sieht ein Chroma-Lenkrad aus? Okay. Warum habt ihr euch ein Chroma gekauft? Ja, erzähl ich dir gleich, in Ruhe, ja, beim Essen. Essen wir heute noch was? Ja. Was essen wir denn? Italienisch? Also, heute Abend bin ich leider nicht dabei, da bin ich leider raus, aber wir können gleich mal. Wieso bist du heute Abend nicht dabei? Musterfeuer mit meiner Frau. Nein, du hast doch gesagt, du gehst mit uns essen. Du hast dann Haar, ein Barthaar. Ich dachte, ich hätte den Krümel, das ist ja viel schlimmer. Hast du heute schon gegessen? Nur ein Brötchen. Hast du Hunger? Oh, immer. Oh Mann. Wir gucken mal. Hast du dein Kadett auf dem neuen Prüfstand war der noch nicht, ne? Willst du drüber hauen? Können wir gleich machen, aber ich glaube, der Jan hat noch ein paar Autos da. Ja, machen wir. Nicht fahren wir gleich. Aber dann könnt ihr mal sehen, was Ölverbrauch hat. Den müssen wir übrigens. Hast du mal von diesem Vorfüllmodus gehört, dass man da irgendwie Zündung anmacht, Licht an, 10 Sekunden warten, dann hat der irgendwie so einen Vorfüllmodus? Also, das erste Mal, dass ich überhaupt was mit diesem Auto zu tun hatte, war ja meine Hochzeit kurz. Und jetzt halt hier, ne? Also, das Auto ist aber, das haut mich einfach. Ich muss auch immer erst irgendwie küssen oder streichen. Hast du schon geküsst? Ja, hab ich. Ja, im Sommer drehen wir damit, ne, Giuliano? Ja, auf jeden Fall. Oder im Frühjahr. Komm, wir gehen durch die Werkstatt. Wir gehen mal die illegalen Wege. Ihr, das ist das typische Ralf-Bild, finde ich, ne? Wenn ich nichts zu tun habe. Das ist die Randecke. Nee, normal ist sie woanders. Ey, weißt du, welches Projekt auch richtig geil geworden ist? Das jetzt kommt. Ah, der Bus. Der Bus. Ja. Ey, jetzt muss ich mal einmal was machen. Aber das ist aber nur kurz. Okay. Nur kurz, Leute. Mm, das schmeckt. Oder auch ein bisschen länger. Nein. Kommen übrigens Videos zu. Ist schon gedreht, habe ich mir heute Morgen angeguckt. Willst du es so lassen? Sollen wir es offiziell besprechen? Nee, lieber nicht. Du hast einmal B-Roll benutzt, hast alte, wie nennst du das? Altes B-Roll. Ja, Recycling. Recycling, du hast B-Roll recycelt. Ja, ja, richtig. Das fand ich nicht so cool, weil du hast, hätte man Neues nehmen können. Gibt es ein Video zu? Sieht man ja fast keinen Unterschied. Erstmal denkt, boah, ist doch alles wie immer. Nein, ist ein 1600er Umbau. Aber wird auch ein sehr interessantes Video. Und da ist noch nicht fertig, weil wir haben ein Problem. Da kann die Community vielleicht sogar helfen. Wir brauchen diese Muttern. Der Vergaser ist noch locker. Ich kann das mal abmachen. Das ist kein normales Gewinde. Dann war ich im Baumarkt, habe alle möglichen Zollschrauben gekauft. Die sind es auch nicht. Ford hat wohl ein besonderes Gewinde für die Stehbolzen und für die Abgaskrümmer. Ja, und da ist der Bus. Da steht auch noch eine Probefahrt aus, dann sind wir fertig mit dem Video. Eine Firmenprobefahrt quasi. Ne? Das Auto macht mich auch sehr stolz, weil das ja Ralf mit Markus selber lackiert hat, Vorarbeiten selber gemacht. Und wenn ich so überlege, kannst du noch an unser Schrottwichteln erinnern? Ja. Der sieht richtig geil aus. Und ich glaube, das ist noch was ganz, ganz Besonderes. Aus erster Hand und so. Ja. Und jetzt sieht er da so toll aus.
Habt ihr echt toll gemacht. Oder der Reif. Aber ich sag dir, da haben wir auch super viel Geld drin versenkt. Wirklich super viel Geld. Also ich kann ja wirklich über Zahlen sprechen. Mit allem drum und dran und kein Spaß stecken da fast 8.000 Euro drin. Ohne Lack. Aber das ist das Ding ja jetzt auch locker wert. Ja, stopp, ich habe ihm auch Geld gegeben. Und ich habe einen schönen Fiat dafür hergegeben, X19 und habe noch Geld dabei gepackt. Nein, aber ich, also da. Wo siehst du den realistischen Wert, so in dem Zustand? 20. Nein, zu viel. 20? Das ist viel zu viel. Nein, nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das steckt mal irgendwo bei 12. Ja, aber der ist jetzt auch, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich 12 bekomme, lege ich bei. Ey, guck bitte, was die sagen. Das Ding ist bei 20. Das gibt aber keiner. Doch. Weil er nicht perfekt ist. Müssen wir aber näher rangehen, dann können wir es besser zeigen. So, Leute, was sagt ihr? Das hier ist ein Verkaufsgespräch. Was legt ihr auf den Tisch für das Auto? Boah, 20 hört sich viel an, ey. Aber wenn man so überlegt, was alles gemacht wurde an dem Auto. Ja? Das muss man wirklich zeigen. Der ist halt von innen echt in einem Top-Zustand. Mhm. Also der ist himmeltop, Karavelle mit Sitze. Ausstellfenster. Oh, hier gibt es ganz, ganz viele Zahlen jetzt gerade. Kannst du mal durchlesen. Aber ich sag dir 20. Na, 20 safe, 14, 15, boah, Junge, 16, also, 17. Also ich sag's dir ganz ehrlich, maximal sehe ich das so bei... Oh Junge, was schwer zu sagen, je nachdem, weil es gibt ja noch Restarbeiten. Du musst dir vorstellen, von unten haben wir ja schon, wir haben super viele gemacht, aber es muss doch was gemacht. Ja, jemand, der sich sowas kauft, macht das ja, weil er auch selbst noch Hand anlegen will. Ich wollte gerade sagen, karosseriemäßig, der ist überlackiert. Ja. Markus hat direkt gesagt, die Sicken werden wieder rosten. Das war ja ganz klar. Und ich sag mal, was wir gemacht haben, Felgen neu lackiert, nagelneue Reifen, komplett neue Bremsanlage, Motor gespült, Querlenker, ach keine Ahnung, Stoßdämpfer, Federn, das haben wir alles gemacht und das Auto. Also ich glaube, so im Ist-Zustand, wenn ich einen TÜV und H drauf mache, ich hoffe, dass ich 15 kriege. Auf jeden Fall, würde ich mir gar keine Gedanken machen. Mit frischer Plakette, also 15 ist zu wenig. Wenn du, ich finde es schon, wenn ich ehrlich bin, viel Geld für so ein altes Ding. Aber andersrum, überleg mal, wo. Was hatte dir einer angeboten in dem Schrottzustand? Hast du mir gesagt 8.000 Euro? Ja, wärst du nicht bekommen, dann ich hole den für 8 ab. Und der war Schrott. Ja, der lief nicht, ja. Die Bremse war Schrott und wieder die Stecknummer 8 drin. Also das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ja. Ja. Und was ich machen muss, 1er16V fällt mir gerade ein, wo wir den gesehen haben. Ich brauche ein kürzeres Getriebe. Ich habe den hier beim Prüfstand gejorgelt. Was hatte deiner an Drehmoment? 160, 165 Newtonmeter, ne? 170. 170. Der hat 200, aber viel zu lang übersetzt. Ja, aber ist ja ein Dieselgetriebe. Ja, 4T. Da muss das 2Y rein. Ich weiß gar nicht, ob ich so eins habe. Auf jeden Fall muss ich Getriebe umbauen. Steht eh gerade auf der Bühne. Guck mal, weißt du, was wir auch gemacht haben? Wir haben ja heute alles hier vorbereitet. Mhm. Guck mal, der Julian Splitter. Oh, das sieht gut aus. Das mit dem Tor so halb runter, mhm. Sieht geil aus, ne? Julian ist auch sehr, sehr happy damit. Fährt damit sehr häufig auch. Er ist 15er, vorher 5. Julian fährt den fast täglich. Julian fährt den auf jeden Fall fast täglich. Gibt es denn irgendwelche witzigen Fragen, die wir beantworten können? Oh, da gibt es viele witzige Fragen. Dann schieß mal los, dann versuche ich sie zu beantworten. Kann ich mal kurz? Was wir machen? Ja, klar. Deswegen bin ich ja da. Linde auf. Probier. Micha, dass du immer lachst hinter der Kamera. Das ist jetzt mal schön, das zu sehen. Ja, das freut mich. Oder so Spaß bei der Sache. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Sehr gerne, bitteschön. Danke, danke, danke. Magst du Fotos machen? Habe ich kein Problem mit. Problem ist nur, wenn ich so mitten in der Arbeit stecke, da finde ich es dann so, wenn man mich aus der Arbeit rauszieht. Aber ansonsten, mir muss ja klar sein, wenn ich hier auf dem Hof bin, dass ich da quasi zur freien Verfügung stehe, wie man so schön sagt. Was halt nur nicht schön finde, wenn mir die Leute sagen, du hast dir den Job so ausgesucht und Privatsphäre, du hast dir selber ausgeht. Natürlich darf ich auch Privatsphäre haben. Und ich nehme ja schon sehr viel privat mit, das muss man ja sagen. Ne? Hast du die letzte Postkarte schon gezeigt? Nee. Haben wir die mal so richtig intensiv gezeigt, die ganzen Karten? Nein, ne? Nein. Hey Giuliano, da könnte man mit hochkommen. Da können wir jetzt mal gemeinsam rätseln, wer das sein könnte. Wir können mal gemeinsam rätseln, wer das sein kann, der uns diese Postkarten schickt. Ich hab dir schon was dazu gesagt. Das ist spooky, aber der nimmt dich auch ganz oft da rein. Okay. Ja, aber
Ich hab, also wirklich, du hast sogar mal gesagt, ey, du bist du das? Ich hab gesagt, nein, bist du bescheuert. Also ich. Also wir mittlerweile... kurz hochgehen? Ja, komm. Komm. Komm, geh mal hoch. Dazu brauche ich nur eine kurze Meinung. Sollen wir da draußen ein Projekt mit Raphael machen? Ja. Ja. Evo 2 oder nicht Evo 2? Nein, okay. Optik zu lassen, aber ein bisschen mehr Power. Ja, dann aber safe Fall. Mit TÜV-Power, ne? Komm, wir gehen hier hoch, wir nehmen Propeller drauf. Propeller ist gar nicht so wichtig bei dem Diesel, sondern da ist mehr Einspritzung wichtig. Ja, aber da voll richtig einfach. Guck mal, ich weiß, worüber vorgeht. Sieht das gut aus? Ich glaube ja. Also du siehst das auch gar nicht, ne? Nur so sportlich. So. Guck mal, das ist mittlerweile eine richtig große Wand. Das ist echt krank. Die letzte Karte war diese. Das ist wirklich schon spooky. Ich find's halt krass, weil ich weiß noch ganz genau, die Kinokarte zum Beispiel, die Karte, die er geschickt vor unserem Kinobesuch. Ja, die Kino war vor unserem Kinobesuch. Und das ist schon krank. Aber er ist dran geblieben. Was ich aber krass finde, guck mal hier, das habe ich zu meinem Geburtstag bekommen. Aber sehr persönlich auch, ne? Ich weiß gar nicht, wo der das Bild hat von mir. Ja, wirklich. Weil auch hier, das muss ja mit dir zu tun, aber guck mal hier, FDF, FDF-Garage. Ja, ich sehe mich ja da mit Perücke neben dir, bei diesem Jüngerbild. Weil das ist echt, also krass. Und ich sag euch, das Schlimme ist, das Bild fing damit an. Damit fing alles an. Und ich glaube, das nächste Bild war dieses. Und dann dieses. Und dann dieses. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Kartenschreiber mir mitteilen möchte, dass ich Nadine heiraten soll und eine Familie gründen soll. Ne? Und Sven zu meiner Familie irgendwie gehört. Aber dann bist du wieder viel dabei. Und dann sind auf einmal alle dabei. Ich weiß, da gab es ein Bild. Der hatte mich sogar im Anzug. Also ich habe mich selber, glaube ich, noch nie im Anzug gesehen. Irgendwo bin ich, glaube ich, im Anzug. Ja, kann ich mich auch dran erinnern. Und das fand ich echt krass. Da? Ja, da. Und ich habe mich selber noch nie in der Hand. Und da guck mal, oben auf der Karte steht FDF-Garage. Also wusste, könntest du es dem Tim zutrauen? Nee. Nee, der wäre viel zu faul, da so lange dran zu bleiben. Das macht er jede Woche, ne? Ich kenne keinen, der so dran bleibt. Weißt du, was ich meine? Also, wenn du mal eine Karte kommen würdest, hätte ich hunderte Leute, wären mir mal eingefallen, die so ein Witz. Aber für ihn ist das ja irgendwie so eine Challenge schon fast. Also, es ist ja irgendwie eine Lebensaufgabe. Vor allem, du musst auch auf Ideen kommen, ne? Und also, du musst auch immer genau wissen, was ihr gerade plant. Das ist das. Und. Ich wäre viel zu blöd, das alles so zu machen. Also ich kann ja gerade mal einen Titel bei meinen YouTube-Videos einfügen. Aber ey, der muss ja auch rein theoretisch das hier gucken. Weil der guckt ja auch viele von deinen Livestreams. Der Instagram muss er gucken. Ich glaube Instagram. Das Problem ist, ich habe ja so einen Tipp geben. Und ich finde den Tipp nicht. Und da sind super viele private Sachen bei, wo ich weiß, das muss sehr, sehr nah bekannter sein. Ja. Keine Ahnung, also wenn ich jetzt hier mal gucke, das ist ja so ein Jüngerbild, ne? So, was macht auf einmal deine Disco-Kugel? Ja, das Problem ist, also was macht das auch? Die Disco-Kugel ist auch hier. Ja, aber da auch, links daneben. Also, und da ist auch eine Disco-Kugel im ATU-Shop. Ja, da auch in der Scheune, oder? Da sind wir, ja, genau. Die Disco-Kugel, Micha hat aber was im Dime-Stream, ne? Das könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß das nicht. Es wird immer ein ewiges Geheimnis bleiben. Ich stelle jetzt den Sven, ach, ich nehme sie drunter, komm. Gibt es noch private Fragen so? Oh, private Fragen. Ja, schießt mal ein paar private Fragen raus. Björn Pieper? Ich habe jetzt auch ein paar gelesen, dass ich das sein soll, aber ich sage euch ehrlich. Ich habe auch mittlerweile gedacht, dass es aus meinem Mediateam kommt. Aber ich sag euch, hat der Micha gar nicht so viel Zeit und du willst gar nicht dranbleiben. Du hättest es vielleicht zweimal gemacht und am Ende gewesen. Ja, perfekt. Habt ihr so andere Hobbys erstmal, weißt du? Ich weiß nicht, das ist schon verrückt. Ja, du leitest oft was ein. Okay. Das ist die Insider, ne? Hey Julian, soll dein Auto mal echt mal einen Prüfstand rollen? Ja, mach doch.
Gockel Mike Harder haben schon Leute geschrieben. Björn Pieper. Dem Gockel traue ich das nicht zu. Dem Mike auch nicht. Ich muss halt, die Person muss auch Mike Photoshop drauf haben. Ja, das sage ich ja. Weil das ist gar teilweise echt nicht schlecht gemacht. Der Mike hat keine Zeit dafür. Kein leeres Loch mehr. Ey, habe ich erzählt, dass ich mit meinem Tesla auf Viertelmeilenrennen war? Wann? Sonntags, oder hat es geregnet. Oh. Nix, unter 10 Sekunden, gar nichts. Gerade mal unter 11 geschafft, die Kiste. Gerade mal. Ja, aber komm, die haben die Kiste angesagt, angeblich sollen die Dinger 9,2 auf der Viertelmeile fahren, oder 9,4. Ja, aber wenn es geregnet hat? Ja, erstmal Plätschners. Erstmal Regen. Und ich meine, Brilon macht Bock, alles cool, aber ich glaube, um eine gute Zeit zu fahren, brauchst du auch, glaube ich, eine andere Strecke, oder? Ich bin mal gespannt, aber... Der Speed hat mich beeindruckt. 235 oder sowas, 233. Was hatte dein Coupé damals? Er hat auch 240. 240. Auch nicht langsam, ne? Also so ja, du dachtest, ich weiß nicht, Tesla wiegt 2,3 Tonnen, ne? Aber war für Regen schon beeindruckend. Aber ist anders geil irgendwie. Ah, stehst du mit deinem Auto und guckst? Jetzt sehen wir mal unter dem roten Einser. Der ist von oben, vom Lackkleid her echt schlecht, aber von unten ist der top, top, top. Sicher, was für ein Motor ist da drin? 16V. Wow. 16 Ventile. Sogar mit Cut? Mhm. Ist der voll oder leer, der Cut? Der wird auf jeden Fall voll sein. Also das Auto... Hier ist kein Cut. Wir können auch ein bisschen Nadine nerven. Wir waren noch gar nicht am Waffelstand. War meine Mama? Waren wir noch gar nicht? Nee. Können wir auch hin. Sollen wir Nadine ein bisschen nerven? Oh, die scheinen da vollen Betrieb zu haben gerade, ne? Ja. Aber die trotzdem wieder. Ein bisschen nerven. Nadine hier. Kommt ein schönes Auto auf den Prüfstand. Was ist das für ein leuchtender Schiff? Wo kommt der denn her? Du kannst doch nicht gucken damit da, ne? Mach das mal weg. Das macht mich immer blind. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie geht das? Mach nochmal, dass er leuchtet. Das ist euer Kuli. Das ist meiner. Woher hast du den? Den hat mir ein Mann geschenkt. Der ist ja geil. Hast du das schon mal gesehen? Nee, noch nie. Aber ist praktisch, wenn man draußen ist. Nee, das, da wirst du blind. VW Passat. Das ist genauso hell wie deine Lampe hier. 120 PS? Ja. Ja, 15. Da bin ich mal gespannt. Die Messung dauert sehr lange. Da muss ich gleich unbedingt mal den Patrick da aus seiner Ecke holen. Dass der will ja immer nicht gucken. Patrick, stehst du in seiner Ecke? Es wirkt schon so, als ob ich den da festgeklebt habe. Ja. Nadine, was ist sonst hier los? Ja. Hast du viel zu tun? Ja. Viel. Ist hier was zu tun? Das ist hier die Schatzkammer, ne? Das ist auf jeden Fall die offizielle Schatzkammer von Nadine. Aber ich komme sehr ehrlich, ich gehe da selten dran, ne? Ja, ich passe ja auch auf. Das hat nichts zu tun. Was hat damit nichts zu tun? Finger weg! Die Eier darf ich nicht essen. Finger weg. Micha auch. Finger weg. Magst du Eier, Micha? Guck mal, schönes Auto. Guck mal. Schöne Eier. Freut mich. Micha, was ist das für ein Auto? Micha, versag jetzt nicht. Nadine, was ist das für ein Auto? Weißt du? Das ist schwer. Ascona, ne? Ich hab's nicht ganz gesehen. Nee, das ist Ascona? Ein Rekord. Nee, war richtig. Ascona war richtig. Ascona. Okay. Ich hab's nicht gesehen, richtig. Oh, was ist das denn? Wo kommen die Kroketten? Finger weg, Marco! Wo kommen die Kroketten denn her? Lecker. Hast du Mayo und Ketchup gemischt? Arschkalt. Das war nicht gut. Die sind kalt. Und drei Soßen. Ja, für die drei. Willst du? Nee, danke Marco, das erstmal nicht. So, Nadine, mal hier in Ruhe lassen. Ja, komm, wir holen mal Patrick. Nadine, die sind kalt. Konntest ja, du gar nicht essen. Was soll ich dazu sagen? Oh, warte, Marco. Patrick, wo ist er da? Kann man vergessen. Patrick darf uns aus seiner Ecke. Muss jetzt. Hallo. Hallo. Moin. Hallo. Hallo. Patrick! Ja. Du bist jetzt befohlen, aus der Ecke zu kommen. Komm jetzt.
Weil du stehst da jetzt den ganzen Tag. Du bist nicht hier, um den ganzen Tag da in der Ecke zu stehen. Es kommt jetzt ein schönes Auto auf dem Prüfstand. Welches? Passat 32B Synchro. Oh, 120 PS? Korrekt. Ja. Wichtig, bitte frei hier, bitte. J. Mir gibt das ein schlechtes Gefühl. Du wirkst wie eingefroren da in der Ecke. Komm mit zum Prüfstand. Bitte? Welche Felgen? Ich habe die noch nicht gesehen. Kannst du nicht sagen? Patrick? Dankeschön. Hi. Hallo. Dann kommt er jetzt gleich. Wir müssen mal warten, dass der gleich kommt. Haben die ihre Leistung? Ich vermute nicht. Obwohl, die Messe, obwohl 120 PS, hast du eine Ahnung? Bist du schon mal gefahren? Ich bin sogar schon mal gefahren. Ist ja sehr träge, ne? Naja, aber ein wenig als Synchro-Antrieb. Naja. Der frisst einiges schon. Ja. Aber dafür kommst du fast überall hin mit der Kiste. Wir haben ja auch mal ein Synchro gehabt, weißt du noch? Zu der Zeit hatten wir aber keinen Prüfstand. Habe ich auch verkauft. Hast du da unsere Videos schon geguckt? Ja. Hast du da schon die Videos geschaut? Ja, da habe ich die Videos schon geschaut, weil da habe ich noch die schwarze Teermasse, die im Tank drin war. Ich würde gerne hören, das ist jetzt wieder so live, das ist mal unangenehm. Jetzt kommt's. Bereust du es ein bisschen, von Österreich abgehauen zu sein? Nein. Oh, das ist aber kein Passat-Synchro. Das ist aber kein Passat-Synchro. Das war mein ersten SL-Dach-Synchro. Stehst du im Weg? Hier mal. Aber du hast mir das ja vorgewarnt. Du folgst mir auf Schritt und Tritt, ne? Mhm. Guck mal, sehe ich von unten so viel dicker aus? Ganz von unten? Sieht dick aus, ne? Ist das Allrad? Nein. Weil die musst du als Allrad messen, glaube ich, ne? Keine Ahnung, ich kann es zumindest abschalten. Bei dem Mercedes SL ging gerade noch nicht mal als Allrad messen. Ab 120, weg. Keine Leistung mehr. Obwohl du alle Rollen gedreht hast? 120, aber im Endeffekt Übergang Schaltkasse 2-3, weg. Aber warum? Weil er müsste ja, kann er ja nicht wissen, dass er nicht auf der Straße ist. Nee, ich denke, weil du hast gar kein ESP bei dem Ding, sondern nur diese Schalter für... Ja, aber wenn du den Prüfstand lockst, muss der... Ja, aber er hat unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Reifengrößen vorne und hinten. Ja, aber auf der Straße ist ja nicht anders. Die Straße ist ja, nicht... Auf der Straße ist nicht anders, aber wir haben es ja auch schon x-mal jetzt, wenn du nur ein Rad mit ein ganz klein bisschen zu wenig Reifendruck hast, erkennst du das auf der Straße gar nicht. Auf der Straße fahren. Aber hast du den als Allrad gemessen? Okay. Ich habe es probiert. Sagen wir so. Dann roll mal den ein. Du hast auf jeden Fall... Das Eindeutig. Dann hast du richtig gemerkt, dass diese Geräusche von dem Riemen kommen, ja, ne? Weil wir standen gerade drauf, ja. Du spürst richtig die Schwingungen. Ja. Ja, Porsche 997. Das ist kein Passat, tut mir leid. Der kommt noch, das ja, ist der nächste noch. Ja. Oh nein, das ist der übernächste. Darf ich mal übernächste? Also wir haben danach erst noch ein 123er und danach ein BMW und danach ein Passat. Okay. Volles Programm heute. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, bis ein Synchro kommt. Kannst du auch ruhig eine Wurst essen und beweg dich wieder. Ich will den Synchro mal anschauen. Ja komm, wir gehen mal hinterher. Wir folgen dem Patrick. Tribüne ist auch geil, ne? Mhm, wird auch gut angenommen. Ja. 123er. Synchro müsste gleich hier auf den Hof kommen. Da ist ein Glas runter. Oh, die schöne Tasse von meiner Mama war das. Ich hab's genau gehört. Sollen wir mal zu meiner Mama latschen? Ja, komm. Hast du schon was gegessen außer die Kroketten? Nein. Die kalte Krokette habe ich gerade gegessen. Hallo.
Hallo. Auf jeden Fall. Sehr gut. Beste, was wir gegessen haben. Wunderschön. Museum. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ma. Ich hätte gerne eine Waffel mit Currysoße. Das ist echt eklig. Habt ihr viel zu tun, ja, ne? War reichlich. Meine Mama und ihre Freundin sind hier. Und wird die Currysoße gut angenommen? Schmeckt die? Ja, jetzt habe ich sie dreimal nachgemacht, jetzt ist aus. Ich kann sie also nicht probieren. Ich möchte jetzt auch nicht. Jetzt kann sie nicht probieren. Geheimrezept. Ja, meine Mama hat das einfach mal versucht. Wir haben ja mal angefangen, nur ein paar Waffeln zu machen. Mhm. Ich meine, Mama, der Mensch, eine Bratwurst müsstest du auch mal machen. Und jetzt, das schafft sie ja allein gar nicht mehr. Mama, wie lange stehst du immer abends deine Waffeln schneiden am Donnerstag für Freitag? Zwischen 12 und 1 Uhr. Schneidet sie die Waffeln? Nein, Äpfel. Nicht die Waffeln, die Äpfel für die Waffeln. Weil in den Waffeln sind ja Äpfel drin. Waffeln schneiden. Aber lecker, ne? Mhm. Hast du die Waffel schon mal gegessen? Ja. Sehr gut. Ich hoffe, euch schmeckt. Guten ja. Hunger allen. Also ich muss auch nicht was schmecken, aber war noch im Rahmen. Ich finde es immer wieder faszinierend. Also, guck mal, wir haben ja jetzt nicht richtig aufgerufen, kommt mit euren Autos hierher. Ne? Nee, das war eher beiläufig. Ich habe gesagt, Mitch, kommt hierher, Karfreitag treffen. Und was mich am meisten freut, ist immer diese Ruhe, die dabei herrscht. Also hier läuft nichts schief. Also in den wenigsten Fällen läuft es schief. Und was mich am meisten freut, dass Leute, die hierher kommen zum ersten Mal oder auch von mir aus zum zigsten Mal, sich wieder Leute kennenlernen. Und ich weiß, dass sich Leute dann intern sagen, hey, ich habe hier jemanden kennengelernt. Das macht mich so glücklich. Also dass diese... Viele Freundschaften sind hier entstanden. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich macht so besonders. Mich würde interessieren, ob so auch Paare entstanden sind. Weißt du, was ich meine? Nicht Freundschaft ist ja das eine. Das ist ja passiert ja, aber Pärchen ist ja nochmal eine Stufe drüber. So meinst du richtig, aber vielleicht auch Kinder entstanden hier, ne? Halle 77 Kinder. Halle 77 Kinder. Ja. Also. Weißt du ja nicht, Marco. Vielleicht gibt es ja jemanden. Der Michael ist manchmal schon ein bisschen eigenartig. Und Michael, jetzt habe ich mal eine nächste Frage. Das oh, ist ja jetzt auch kommt. Guck mal, 190er zweimal. Was fällt dir an der Front auf? Boah, ist deutlich weiter nach vorne. Die Lippe ist anders. Ja, aber guck mal aufs Kühlergrill. Und Kühler ist nicht mehr chrom. Findest du es gut? In weiß, mit der Weißoptik, ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, war immer eine Fragepunkt, die ich mir aufgestellt habe. Eigentlich ist das Markenzeichen Chromgrill, so wie beim Alpha auch, diese Chrom-Umnasung. Ich find's schwer, ich weiß es nicht. Weil der jetzt so weiß-schwarz ist mit den Reifen. Ja, der passt das natürlich zusammen. Das passt. Guck mal, nicht mal einen zweiten Außenspiegel. Mhm. Porsche. Weißt du, was ich ein bisschen vermisse? Ich habe ein bisschen vertrudelt, den 123er anzumelden. Oh. Wir haben den gestern umgesetzt. Der fährt sowas von geil. Das sind zum Beispiel auch Autos, wo ich sage, wenn der richtige Mann oder Frau dafür kommt, würde ich den, glaube ich, auch abgeben. Hm. Wenn das preislich alles im Rahmen passt. Da steckt ja mittlerweile auch so viel Arbeit. Saab 96 da oben. Müssen wir auch immer abgeben. Haben wir beim Durchzählvideo. Ja, genau. Auch viele fragen uns ja immer, wie erreiche ich euch denn? Es ist, ihr müsst euch vorstellen, viele fragen, ich erreiche telefonisch euch ganz schlecht. Wir können nicht mehr alle Fragen beantworten. Ich habe das gesehen beim Motorenzimmer, bei JP Motorenzimmer. Der macht es mittlerweile, finde ich, fast korrekt. Der hat ja eine Werkstatt und macht Werkstattannahmen. Und du musst, glaube ich, 35 Euro per PayPal bezahlen. Du hast 15 Minuten Gespräch. Klingt im ersten Moment erstmal völlig abgehoben. Du meinst dieses Gespräch buchen bei ihm? Genau. Und das klingt schon gut, ne? Mhm. Meinst du, der hat seine Leistung? Ja, Porsche auf jeden Fall. Aber es ist halt super schwer, alle Telefongespräche anzunehmen, weil so ein Gespräch, wenn es 15 Minuten dauert, in den 15 Minuten müssen wir halt irgendwas anderes machen. Ich sehe das immer abends mit E-Mails beantworten. Das ist super aufwendig. Super, super aufwendig. Ja, man will ja auch richtig beantworten, nicht nur ja, nein oder sowas. Ne? Ja, und zumal jetzt sagen viele, dann stell doch jemand ein. Dann haben wir das nächste Problem. Derjenige, den ich einstelle, weiß ja nicht all die Fragen, die er beantwortet. Deswegen können wir... Also Respekt, wenn jemand einen großen YouTube-Kanal hat, JP Motorenzimmer hat für mich einen großen YouTube-Kanal, dass der Kundenaufträge noch entgegennehmen kann. Und er muss filtern, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Der kriegt am Tag schon 100 Anrufe und er muss filtern. Muss ich denen am Telefon helfen oder ist das ein potenzieller Kunde, wo ich mit meinem Geld mit verdiene? Ganz, ganz schweres Thema. Weißt du, was ich traurig finde? Diese noch, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ein Ascona C ist nicht so der beliebteste Oldtimer und ich verstehe nicht, warum. Wie sind die preislich? Kriegst du schon für gutes Geld. Also unter 5.000 Euro kriegst du gute Autos. Okay. Und der natürlich jetzt nicht. Der hat ein paar dreiteilige Felgen drauf, ist ein Stück tiefer gelegt und in weiß. Sieht schick aus. Ja, sehr, sehr schön. Sehr gut aus.
Aber hat keine Lobby, dieses Auto. Ist genauso wie ein Rekord E. Kriegst du auch relativ günstig, will keiner haben. Zwei Stück gehabt, wollte keiner haben. Hm. Würde ich auch nichts verändern. Sind das originale? Nee, die Felgen nicht. Aber das ist ein Opel, also ein Deckel. Das sind Deckel da einfach gemacht, dezent. Mhm. Aber schön mit dem Tire Stretch, dezent tief. Also ich bin mir ziemlich sicher, Community sagt, affengeiles Auto. Bin ich mir gerade ziemlich sicher. Aber siehst du halt sehr selten. Ich finde, der sieht super, super schön aus. Gab es den 2 Liter NE-Motor, 115 PS. Laufen die auch schon ganz gut. Gab es, glaube ich, nee, als 16V gab es den serienmäßig nicht. Hallo. Hallo. Hi, grüß dich. Hallo Marco. Hi, Marco. Entschuldigung. Marco, sorry. Kein Problem. Hey, ich habe dir gestern geschrieben über Instagram. Vergiss es einfach. Du hast mir über Instagram geschrieben? Ja. Wir waren gestern schon hier. Mein Sohn, wir sind 6 Stunden hierher gefahren. Ja. Der war ein bisschen, weil hier gestern der auf war. Na, dann habe ich einfach. Aber das muss ich mir vorstellen, ich kriege am Nachrichten am Tag bei Instagram deswegen. 250 teilweise und die kann ich gar nicht alle lesen. Also. Deswegen habe ich gesagt. Wenn also du hast was nicht Nettes geschrieben. Doch, ich habe was Nettes geschrieben. Ne? Ich habe gefragt, ob er vielleicht dafür ein T-Shirt kriegt oder so, ne? weil er einfach so ein bisschen... Ich weiß ja nicht, was du geschrieben hast. Was hast du denn geschrieben, wenn ich fragen darf? Ja, nichts Schlimmes. Ne? Ja. Ich hab geschrieben, das hört sich nicht so... Nee, pass auf. Ich habe geschrieben, wir sind hierher gefahren und er war ein bisschen enttäuscht eben. Ne? Ach, ihr wart gestern schon? Ja, genau. Wir waren gestern zu. Ja, und ich habe extra im Internet geguckt und ich habe es nirgendwo gesehen. Oh, ne? Bei Google, unsere Webseite wird immer aktuell gerade bei Google Stand geschlossen. Ah, ich weiß, auf zum Beispiel der Seite steht Donnerstag, haben, Freitag, Samstag irgendwie geöffnet. Ne? Ja, aber nicht am Feiertag. Das machen wir immer extra. Und bei dem zum Beispiel, das ist das, was ich immer sage, um das hier möglich zu machen, habe ich gestern bis 12 Uhr war ich hier, das Wahnsinn, um das Ganze vorzubereiten, weil sonst würde das nicht gehen. All meine Jungs sind jetzt alle hier. Und wenn ich dann gesagt hätte, wir machen den Freitag auch auf, es wäre ein Feiertag gewesen, die Leute wollen den Feiertag natürlich auch genießen. Und deswegen haben wir für Samstag gesagt, wir machen den Feiertag zu und machen das dann. Ihr macht auf jeden Fall einen geilen Job. Also Dankeschön. Mein Junior, der Respekt. Ist... Dankeschön. Der ist Respekt. Fan Nummer 1 hier, ne? Also der ist ganz aufgeregt jetzt. Der hat dich gesehen und ist jetzt weggerannt, weil er es gar nicht verarbeiten kann, ne? Ja, mental. Also echt. Kein Problem. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Vielen Dank. Ja. Danke. Macht gut. Marco, darf ich aber auch stören? Mein Peter möchte gerne ein Foto mit dir haben. Ja, dann machen wir das doch. Aber er traut sich selber nicht zu fragen. Sollen wir ein Foto machen? Ja. Dann komm, hau rein. Soll ich hier runterkommen oder soll ich hier oben stehen bleiben? Ja, geh runter. Ich soll stehen bleiben? Ja, sehe ich ein bisschen größer wenigstens aus. Und Papa macht sich klein dafür. Super. Gefällt's dir hier? Ja. Das freut mich. Das war gerade gut mit dem Porsche auf dem Prüfstand, ne? Das war Opa hat auch so einen, aber der traut sich hier nicht hin. Viel Spaß mit dem Prüfstand. Bitte? Nee. Willst du eine Wurst? Ja. Klar, was sagst du uns hier als Kunde? Mega geil. Richtig unterwegs. Aber hat auch keine Lobby, diese Autos, nein, ne? Warum also, nicht? Ich weiß nicht, ob die da ein bisschen im Schatten stehen von anderen Autos aus dem Baujahr, aber kann ich auch nur als Tipp geben, jeder, der vielleicht in die Oldtimer-Szene einsteigen will, sowas. Weil kriegst du Ersatzteile noch recht günstig, die Autos. Relativ zuverlässiger 2-Liter-Motor teilweise drin. Genau, ne? Wenn du, je nachdem, also die Motoren sind ganz cool und ich finde, es ist ein schönes Auto. Das sieht Bombe stehen. Aus. Top. Das ist genauso wie Rekord E, will auch keiner haben, ne? Na, echt im Kopf. ich will so ein Ding haben. Aber ich stehe auch auf diese Randgruppe, sage ich immer. Ne? Ich finde auch sowas mega. Ja, da wo die Leute nicht drauf stehen, da gehe ich voll drauf. Der sieht aber auch wirklich toll aus. Der ist toll. Nee, jetzt soll ich meine Wurst. Ja. Dann gucken wir mal gleich. Gleich mal noch ein paar coole Autos auf dem Prüfstand. Ich bin mal gespannt. Der 123er wird, glaube ich, gleich auf dem Prüfstand kommen. Die Wanderdüne. Ist das Diesel? 200er Diesel. Boah, das wäre geil. Das wär der. Muss ich gleich noch mal, da muss ich gleich nochmal am Zettel gucken, ob das wirklich der ist für den Prüfstand, weil den wollen wir auf jeden Fall miterleben. Mhm. Ne? Dann guck ich mal. Sieht aus, als wäre da kein Motor drin, weil der vorne so hoch ist. Ne, nee, die sind regelmäßig so hoch. Unser TE-Modell steht ja auch so. Das ist mal Serienhöhe. Das ist einfach original. Krass. Guck mal hier. Und hier sehen wir wieder. Finde ich toll, dass die Leute übrigens damit hierher kommen, auch wenn ich jetzt speziell darauf zeige. Das ist eine Reparatur der typischen 80er. Mhm. Weißt du, was das ist? Hält. Das ist ein Blech drauf genietet. Mhm. Ich finde es nicht schlimm. Und deswegen sage ich ja, toll, dass ihr hier parkt, macht euch keine Gedanken, finde ich gut. Ich habe ja meine S2 zum Beispiel. Das ist ja der kleine Mann hier. Hi. Dürfen wir ein Bild machen mit ja, dir? Ja, klar. Komm, stell dich dazu. Sag Hallo mal. Ah, das passt schon. Ich wäre jetzt auch aufgeregt. Keine Sorge, ich esse dich nicht auf. Alle aufgeregt.
Und so bin ich ja abgeschnitten. Nochmal, jetzt. Nochmal, jetzt hier. Der will auch dabei sein. Vielen Dank. Sehr gerne. Mein Mann muss auch Marco. Unbedingt, bitte. Jetzt geht's los. Warte, ich komm sofort. Ein. Arthur muss mit drauf. Geh mal mit zu meinem. Geht schnell, Micha. Ja, ja. Komm mal sitzen. Dankeschön. Wenn du schon jeden Tag bei uns mit dem Wohnzimmer sitzt, ich bin bei euch mit dem Wohnzimmer. Ja, Homeoffice. Immer. Alles ich hoffe, ihr habt hier Spaß heute. Das ist schon das erste Mal hier vor Ort? Das erste Mal vor Ort. Was sagt ihr? Die Liebe. Sieht man. Alles, was dort hängt, was dort steht, ist liebevoll drapiert, ganz einfach. Ja. Da ist Herzblut drin. Das ist nicht nur ein Job, das ist ein Leben. Ich habe gestern Abend noch bis 0 Uhr war ich hier und habe wirklich alles vorbereitet, sauber gemacht, nur ein bisschen was umgestellt, ein bisschen Platz geschaffen. Aber es freut mich, dass es bei euch gut ankommt. Das macht mich stolz. Aber wenn ich als Anwohner mal was anmerken darf, ich finde das doof, dass ihr den Prüfstand gedämmt habt. Oh, wir haben mal einen Anwohner. Ich konnte das immer schön aus der Küche hören. Echt? Emotionen. Ja, ja. Und jetzt ist es deutlich leiser, ne? Ja, leider ja. Leider? Ich muss auch sagen, der ist ganz schwer krank gewesen und er lag im Koma. Und das ist seit Jahren unser erster gemeinsamer Tagesausflug. Und den zu euch? Das freut mich. Der war tot. Und das ist jetzt unser erster seit Jahren gemeinsamer Tagesausflug. Von wo kommt ihr? Wir kommen von aus Warendorf. Aus Warendorf. Ja, dann wünsche ich euch wieder noch gemeinsame schöne Zeit hier. Habt viel Spaß. Wir sind schon seit 10 Uhr da. Wir freuen uns wieder. Dann wünsche ich euch eine gute Heimfahrt. Ja, Dankeschön. Ciao. Ciao. Was jetzt? Nix. Also nichts Schlimmes. Also, ist das deiner? Ja, ist meiner. Hast du dich angemeldet für den Prüfstand? Ja. Boah, geil, dann werde ich den gleich messen. Ist das ein 200er Diesel? Ja. Ich finde, ich habe gerade gesagt, wie lange, weißt du, also ich sage, das ist die Reparatur der 80er gewesen, habe ich gesagt. Ist das relativ frisch, die Reparatur, höre ich daraus? Oder war das? Das war noch? Ich habe den jetzt gerade im September letzten Jahres bekommen. Ja. Davor war er 30 Jahre in einer Hand. Ja. Und habe ihn durch einen Kumpel habe ich ihn bekommen, der mich gefragt hat, ob ich nicht jemanden kennen würde, der sowas kaufen möchte. Und dann habe ich gleich zugeschlagen. 200 Diesel, sagst du, ne? 200 Diesel, ja. Und jetzt gerade auf dem Hinweg hat er auch richtig Feuer gekriegt. Was läuft da auf dem Tacho? 130? Nee, auf dem Tacho? Was hatten wir? 160. 160? Ja, gemessene 100. Was 140, 147, ich. Ne? Ja, 147. Genau. 140. Dann weiß ich ja für den Prüfstand gleich Bescheid. Nee, und wieder zu dem Thema Flicken. Das wurde früher, ich kann mich daran erinnern, meine Mama hatte mal einen Manta A und mein Papa, da war ich ein kleiner Döckchen, ja. Da war ein Rostloch auf dem Kotflügel. Das ist zum Baumarkt gefahren, wir hatten ja kein Schweißgerät in der Garage. Und wenn ich nicht eine pottorangene Farbe geholt, hat diesen Blechflicken so gebogen oder den Kumpflügel Löcher gebohrt und hat er mit einer Pottnähtzange das Blech festgemacht, hat das übergestrichen und ich weiß, der ist dann zum TÜV-Schein das Auto TÜV bekommen. Ich weiß, ja, dass das damals auch eine TÜV-Reparatur war. Ich durfte halt nicht einen Finger irgendwo reinstecken können, also durfte nicht durchgerostet sein. Ich finde das okay. Sprichst du über Preise, was du bezahlt hast für das Schätzchen? Da bin ich günstig unter 4 dran gekommen. Geil, hast du ein Schätzchen gemacht. Ja, sehr schön. Aber das ist dein Alltags-Oldtimer oder ist nein, das? Nein, nein, nein. Ich fahre im Alltag einen Tesla. Oh. Da möchte ich dir die Hand schütteln. Das freut mich. Wie? Das ist kein Plate und Model 3, aber im Plate bin ich auch schon gefahren, ja. Wieso? Aber du kannst mich zu 100% wahrscheinlich verstehen, warum man gerne mal elektrisch, lautlos, leise und gleichzeitig dann den Gegensatz einen krassen Oldtimer fährt. Man kann beides mögen, ne? Ja, ja. Klar, natürlich. Das macht ja auch einfach Spaß, hiermit einfach, ich sag mal, zu cruisen. Und mit dem anderen kann man cruisen und halt auch mal ein bisschen schnell fahren. Finde ich toll. Also ich finde es auch schön, dass ihr damit dann hierher kommt und ja, geil. Da freue ich mich. Ich muss auch zugeben, ich möchte nicht hinter mir herfahren. Warum qualmt der so dolle? Ja. Hat mich an der Pumpe gedreht, weil das würde erklären, warum er 160 fährt. Okay. Mich wundert auch gerade die Tachoskala, sehe ich gerade bis 200, denn normalerweise hat der nur bis 160 der 200er Diesel. Oder ist das ein 240er? Nee, 200er. Ein 200er einfach. 54 PS. Nee, 60. Das ist schon einer der letzten 83. Ah, vielleicht macht er. Deswegen hat er vielleicht ein bisschen mehr. Oh, da bin ich ja gleich gespannt. Ich glaube, das ist das nächste Auto jetzt, glaube ich. Ne? Ich wollte sagen, ich stehe direkt am richtigen. Wenn du möchtest, darfst du auffahren. Oh, geil. Was für ein Tesla fährst du, wenn ich fragen darf? Model 3 Dual. Also 400 PS haben die, ja, knapp 500 sollen die haben. Da kann man ja, glaube ich, die Software von Performance drauf, man hat ja die gleiche Leistung. Ich glaube, das ist ja, das kann man irgendwie updaten irgendwie über 1800 Euro. Und dann zieht der bis 130, so wie der... Wie der Performance, genau. Interessant. Bist du zufrieden an sich mit der Marke? Mit der Marke? Ja, bis jetzt bin ich da noch mit zufrieden. Service finde ich
Sprich ruhig aus. Sprich ruhig aus. Ja, das ist Schrott. Das ist Schrott. Das haben wir die Erfahrung, wo wir den abgeholt haben. Das kann man auf jeden Fall genauso sagen. Und ich finde, manchmal können der ja nicht mal der Hersteller was für, sondern wirklich die Leute, die da arbeiten. Manchmal verstehe ich es nicht. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich finde die Idee, die dahinter steckt, nicht schlecht. Ja, aber bei 5 Leuten 5 verschiedene Meinungen. Genau, das kann ich sagen. Aber wir bleiben jetzt hier. Aber ich hatte einen Lackfehler, auch einen kleinen Lackfehler, aber ist super gemacht, nicht so wie bei deinem. Bei mir ist das leider in die Hose gegangen. Und du warst auch in Bielefeld, ne? Ja. Jetzt haben wir sogar noch ein paar Worte ausgesprochen. Micha, willst du dich auf den Beifahrersitz setzen? Ja. Nimm mich direkt mit. Geht's auf den Prüfstand oder wie? Ja. Zornteile, die sind geil. Wie sitzen wir? Ist ja noch komplett Serie oder wird das schon mal gezogen? Ja, da ist schon ein bisschen was drin. Aber sonst ist der noch. Ja, natürlich. Kannst du nehmen, Marco? Ja. So, Leute, ich lese mal gerade eure Kommentare. Jetzt dampft die Heizung gleich wieder. Ne, die Heizung wird hier nicht qualmen, hier wird alles in Ordnung sein. Nur ich bin gerade verwundert, ihr wisst, das ist ein 200er Diesel, habt ihr gerade gehört, mit 60 PS. Warum der ein Tacho bis 200 hat? Vielleicht war das bei den letzten so. So ein bisschen vorglühen. Das ist der Taxi-Sound, wie er sein muss. Hier haben wir übrigens Schaltgetriebe. Aber ich habe mir halt, also unsere Intention war ja damals, wo ich den 200 Diesel gekauft habe, dass der Sven das langsamste Produkt von Mercedes in dem Falle fährt. Hätte ich gewusst, dass der damals so viel Ärger gemacht hätte, hätte ich mich natürlich nach dem Schalter umgeguckt. Aber ja, unser 200er, da geht es ja auch dran weiter. Hier brauche ich nicht darauf achten, wie tief der ist. Ich weiß, du hast ja gefragt, warum der so hoch steht. Da kann man direkt hochbrettern. Wie findest du so ein Auto? Schön, sehr cool. Das war Serie so? Ja, das ist aber alles noch im tollen Zustand. Mhm. Ne? Wir haben ja gerade gehört, es ist einer der letztrigen. Das müsste dann also so ein, ich glaube, 85er sein. Geiles Teil. 224.000 gelaufen. Das ist echt nicht viel. Die haben ja auch mal manchmal eine Million oder sowas auf dem Tacho, ne? Ja, die Autos wurden halt oft als Taxis genutzt. So, ich mache den aber aus, dass wir den Jam da nicht so voll blökern. Aber guck mal, original Radio. Handgerissen, 4 Gänge. Tolles Auto. Mhm. Und das finde ich, ich finde das toll. Ich habe mich schon manchmal immer gefühlt, als ob ich alleine wäre. Fand das jetzt der Zufall war passend, ne? Du fährst einen 200er Diesel und dann fährt er noch gleichzeitig noch ein aktuelles Elektroauto. Was sagst du zum Grün? Ich finde, das passt zur Außenfarbe. Grün-Grau, das sieht gut aus. Grau, der ist Silber. Ja, Silber. Ich zum Beispiel habe immer gedacht, normalerweise die Silbernen waren innen immer blau. Dachte ich jetzt, hätte ich so gedacht. Aber der ist halt von innen grün. Du musst gleich mal fragen, wie lange hat den. Er hat ja gesagt, ein Jahr hat er jetzt. Was hat er gesagt? Ja, weiß ich nicht. Er hat unter 4.000 damals bezahlt, hat er gesagt. Ja, das war schon auf jeden Fall ein guter Preis. Wo siehst du so ein Auto jetzt? Wenn ich überlege, dass ich für unsere Mülltonne im wahrsten Sinne des Wortes 3,5 gegeben habe. Und mittlerweile ist der Ersatzteilpreis, was da drin steckt, schon höher, als was das Auto gekostet hat. Und das deutlich. Und trotzdem, all dem ist noch kein Ende in Sicht. Weil jetzt sind wir ja gerade mit der Motoreinstellung zugange, dass der so einigermaßen läuft. Weil wir hatten ja das Qualmen im Leerlauf sehr stark. Jetzt haben wir ja gerade vom Besitzer gehört, dass der hier auch sehr stark qualmt. Da bin ich echt mal gespannt. Kann man von außen jetzt auf den ersten Blick sehen, wenn da jemand an der Pumpe gedreht hat? Nee, eigentlich nicht. Ich muss das mal eben hier verändern. 200er Diesel. So, kein Turbo. Create. Jetzt kommen wir gerade vor wie im Prüfstandstag. Das ist jetzt nicht rausgeschnitten wird. Nee. So, Warm-up. Ich habe gesehen, im morgigen Prüfstandsvideo wurde die Radleistung nicht mehr, wurde das weiß hinterlegt. Das kann man jetzt noch besser sehen.
Oh, das muss Mike gemacht haben. Ja, das habe ich. Ich habe es ja im Video mal gesagt, dass man das vielleicht so verändern sollte. Ist, glaube ich, hoffe, das kommt gut an. Oh, die Leute stehen alle sehr nah, die werden sich jetzt wundern, was da hinten gleich abgeht. Jetzt fahren wir den erstmal wieder warm. Hier haben wir ja auch kein Drehzahlmesser. Das ist natürlich schwer, das gleich abzugleichen. Haben die ihre Leistung? Also wenn er nicht gedreht wurde? Also wenn der wirklich 145 echte fährt, bin ich mir ziemlich sicher, hat er mehr Leistung wie unser. Und unser hat ja schon, was hat denn unser, bevor wir das Video gemacht haben? Ich glaube 50 PS oder 55 PS hatte der. Oh ne, der läuft gut. Das merke ich so schon, der hat richtig Dunst auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall länger übersetzt. Wenn ich an unseren denke, wenn du da, guck mal, wir geben jetzt mal bei 100 Gas, das ist noch ein Warmlauf. Guck mal hier, der schiebt richtig vorwärts. Aber ich sehe gerade, Radleistung ist auch nicht so viel mehr wie bei unserem. Weißt du, was das hier für ein Knopf ist? Boah, was könnte das sein? Frontscheibenheizung? Nee, ich weiß es nicht. Boah, du siehst Luft, siehst du einen Strich, der geht irgendwie nach oben, unten, siehst du das? Mhm. Was könnte das sein? Ich weiß natürlich nicht, ob es funktioniert, aber... Ach, Schiebedach? Ja. Boah, ich rieche schon, auch jetzt schon Diesel. Ja, das also, riecht auf jeden Fall. Der qualmt wahrscheinlich doch ganz schön gut. Und Temperatur sollte der jetzt auch haben. Der Kollege ist ja gerade hierher gefahren. Erste, schalt direkt im zweiten, schalt direkt im dritten. Tacho bewegt sich jetzt, zack, bei 30 km/h, vierte Gang drin und ich gebe Vollgas. Und guck mal, wie die Locke das hochschiebt. Du kannst hier so bequem fahren, du wolltest quasi gar nicht schalten. Wollen wir mal gucken, um Tacho sollte der 160 laufen. Dann haben wir auch die 5200 Umdrehung erreicht. Ah, jetzt ist Ende. Da kommt nichts mehr. Du musst das Diagramm gleich ein kleines bisschen verändern. Laut unserer Abstufung, wie ich ihn jetzt umgesetzt habe, sind wir bei 4,8 auf dem Gas gegangen. Das sind aber ungefähr 5100 Umdrehungen. Aber 33, 34 PS am Rad. Unser Hexagon hat 35 am Rad. Unser Roller. Das ist auch geisteskrank, das Teil. Der Roller ist krass. Bin mal gespannt. Oh, der läuft gut. Diagramm sieht sauber aus. Jetzt haben wir wenigstens ein gutes Beispiel. 65 PS, 119 Newtonmeter. Ja. Die Newtonmeter werden sich jetzt wahrscheinlich ein klein bisschen verändern, weil wir den ja wie gesagt ein bisschen höher gedreht haben. So, ich mache jetzt mal 5100. Ja, 65 PS, 113 Newtonmeter im ersten Lauf. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Auf 65 PS, da geht der zufrieden sein. Der bereiste Bäume mit aus, ne? Hier einlegen. Ich finde das toll, wie locker du den fahren kannst. Zack, zwei, drei. Ich finde sogar, dass dieses manuelle Getriebe gar nicht mal so schlecht geschaltet. Nee, das fühlt sich sehr sauber. Weil sonst ist das ja immer anders, ne? Boah, wie der Tacho fliegt. Aber geiler wäre jetzt ein Tacho bis 160. Da wird das wilder aussehen, wenn der Tacho nahe hier unten anliegt. Gab es den auch als Fünfgang? Ich glaube den 200 Diesel nicht. Okay. Ich glaube die späteren größeren Motoren gab es auch mit Fünfgang. Ich weiß gar nicht, oder vielleicht weiß einer aus der Community. Ich meine nein, also nicht der kleine. Da gab ja noch einen 240er, dann gab es noch einen 3 Liter Diesel und der 3 Liter gab es bestimmt mit Fünfgang. Tolles Auto. Ja, vor allem ein lustiges Gegenstück zu seinem Tesla, ne? Auf jeden Fall.
So, jetzt muss ich nochmal hier auch die wieder Übersetzung anpassen. Ich lese gerade, 300D gab es als Fünfgang. Da habe ich mir gedacht, dass den Ronta Diesel, den gab es dann als Fünfgang. So, 54, 9. Zweimal die gleiche Leistung. Ja, ist wirklich haargenau die gleiche Leistung. Im ersten Test sogar 0,4 PS mehr. Deswegen drucken wir das so aus. Ich mache den aber mal aus, weil ich glaube, die Leute dahinter, die kriegen kaum noch Luft. Und dann lassen wir mal in den Lüfter laufen. Cooles Teil. Was sagt denn so die Community zu so einem Auto? Oh, sehr geil, bestimmt. Also ich, Mercedes alt kommt ja immer gut an. Auch bei dem Strich 8 gerade. Ist natürlich gerade zum Thema Prüfstand auch für uns schwer, das Ganze auszufiltern, weil wir kriegen ja die, übrigens, man kann sich immer nur 2 Monate im Voraus anmelden, egal welchen Termin man bucht, ob in der Woche oder auch für einen Freitag. Das geht immer nur 2 Wochen im Voraus. Und natürlich sind die Freitage immer sehr begehrt und auch sehr oft angeklickt. Und manche Autos, muss ich sagen, sagt wir, unser Mediateam jetzt schon ab, weil wir es vielleicht schon 3 Mal gesehen haben. Ich habe selbst in den Kommentaren gelesen, wo ich das nicht gedacht hätte, R32 hatten wir ja 2. Einmal als Automatik und einmal als Schalter. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Da haben wir schon wieder R32. Hätte ich nicht gedacht. Ach, R32 geht eigentlich immer, ne? Das ist das, wollte ich gerade sagen. Ich kann es verstehen, wenn ihr sagt, nicht schon wieder ein Audi Coupé. Also nicht mich als Coupé schon wieder drauf. Ey, nichts gegen Audi Coupés. Hat deins mittlerweile 130 PS? Nee. Hab auch nichts verändert seit der letzten Geschichte. So, müssen wir mal zum Besitzer gehen, ihm seinen Zettel geben, ne? Ich glaube, der wird zufrieden sein. Ja, ich hole dich erstmal ab. Ja, hol mich ab. Micha, soll ich dir was abnehmen? Vorsicht. Was passiert, wenn ich da fest und reiße? Das Kabel dann ab? Ja. Knoten hier wieder raus. Oh, halt mal so. War auch schön. Hast ich doch gerade schon. Ich habe auch gerade schon so gemacht, aber er reagiert ja nicht. So. Wie schön. Bin bereit. Du sagtest, die 60 PS Basis ist das, ne? Ja. Läuft gut. Das ist schön zu hören. 65 PS. Ey, cool. 113 Newtonmeter. Und so doll rauchen, finde ich, tut er gar nicht. Ja, wenn man hier hinter steht. Also ich möchte nicht hinter mir herfahren. Also. Da ist der andere schon besser, wenn man hinterherfährt. Ne? Ja, ich danke dir. Dankeschön. Ich danke dir, dass du mit dem Auto hergekommen bist. Danke für die schöne Geschichte dazu. Ja. Und der Jan fährt dir runter. Jan, was hast du als nächstes Auto? E30. Also 16 i. Ja, das gucken wir uns gleich von außen an. Das macht der Jan wieder. Und wir danach kommt dann Synchro. Ja, da muss ich auf jeden Fall den Dings holen. Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Patrick. Ah. Sollen wir auch mal auf die Tribüne setzen, ob das cool ist? Ja, sitze ich drauf. Können wir uns mal zu euch hocken? Ja. Kommst du hoch? Ja. Halt. Ui, so kann man das Ganze zugucken hier. Mhm. Boah, ich sag dir, im Sommer wird geil. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen hier noch, hab ich schon gesagt, hier werden wir noch so eine Art Bande machen, hier hinter uns, dass das, dass man nicht so in dem Busch hier, in dem Peakbusch sitzt. Wir haben auch Tiere hier, ne? Hast du schon erzählt? Was für Tiere haben wir hier? Mäuse waren hier. Ratten, kannst du auch sagen. Ratten waren nicht hier. Wie viele? Ich finde, von hier kann man richtig schön gucken. Ja, die ganze Zeit verbringen. Man sieht trotzdem was vom Punkt an, ne? Das ist überhaupt krass, wie sich das hier alles so entwickelt hat, ne? Willst du das so sehen fahren oder lieber tiefer gelegen? Nee, muss schon tiefer. Vorne ist der schon sehr hoch, finde ich. Sieht aus, als wäre da kein Motor drin, finde ich. Wo ist einer drin, haben wir gerade gesehen. Ja, er drückt 65 PS. Ist auf jeden Fall drin. Warten wir jetzt mal auf den E30, ne? Cool, jetzt können wir doch eine fröhliche Fragerunde machen. Du kannst Handy nehmen, wenn du möchtest. Aber ich kann es schlecht lesen. Was macht Micha Frisur? Oh, Marco nicht Frisur, Katastrophe. Ich habe so eine Wachsenphase aktuell. Ein Dach muss drüber. Ja, das wird nicht so einfach, hier noch das Ganze noch zu überdachen. Ab 82 gab es den 260 PS mit 5-Gang-Getriebe sogar. Krass. Tesla auf dem Prüfstand. Hm. Ist doch gar kein Oldtimer, Leute. Kein Tesla auf dem Prüfstand. Darf nicht. Darf nicht. Aber kann ich euch sagen, habe ich schon gemacht.
Und wenn wir das Video fertig haben, eigentlich wollte ich darauf warten, weil ich warte immer noch auf eine aktuelle Tieferlegung für das Auto. Und das kommt wohl alles erst noch. Dass man zwei Wochen, glaube ich, oder so. Ne? Naja, wir haben gestern telefoniert. Die soll es wohl mit TÜV geben, die Tieferlegung. Und darauf warte ich natürlich. Macht ihr jetzt euren Benz rot? Nein. Zu dem 190er Diesel, da werden wir erstmal Technik machen. Ach, Video zu diesem Manta-Rot? Ja, aus dem Film, meine ich. Ich finde, die Farbe sieht geil aus jetzt mit den Felgen. Muss man mal gucken, was man daraus macht. Das Problem ist, ich kann ja Markus nicht schon wieder auf Eier gehen und sagen, Markus, wir müssen auch lackieren. Weil der Markus hat ja auch noch den Capri, ja, den Monza, den Kadett. Und mein Ford Fiesta muss dahin. Der Manta steht noch im Kino, ne? Kann der Manta steht noch im Kino, ja. Zwei, drei Wochen steht er noch im Kino und dann sollte der eigentlich wieder bei uns abgeholt werden. Aber ich glaube, der steht da ganz gut. Ich finde, die Leute freuen sich. Ich habe sehr, sehr positives Feedback dazu bekommen, dass der auch echt für eine Verkaufslackierung doch schön aussieht. Marco muss unbedingt den E30 messen. Wir warten erstmal, was da gleich kommt. Und den 2,5 hast du mit der Rost-Ding-Ecke vorne ans Tor gestellt. Hast du gut bemerkt, ne? Ja, natürlich. Ja, das stimmt, der 2,5er, der Kotflügel ist ja vorne links total verrostet, da haben wir noch nichts dran gemacht. Habe ich erstmal so anstellt, dass man sich das nicht so anguckt. Aber ich finde, für mal eben übergefuscht mit dem Lackstift sieht das Ding gar nicht schlecht aus. Wie bist du dazu gekommen hier? Zu dem Mercedes? Nee, die Folge habe ich gesehen, aber allgemein mit den Ultramann, ja. Leidenschaft. Also es fing ja eigentlich alles an mit 5 Zylinder bei mir. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mag auch andere 15er, generell alte Autos. Und dann kam das so. Aber dass das so eine Reichweite mit sich zieht, hätte ich nie gedacht. Wie lange machst du das jetzt? Unser YouTube-Kanal haben wir seit 21.09.2018. Genau, auf Giulianos Hochzeit. Giuliano hat da geheiratet, ein Jahr später. Wir machen das jetzt seit 2018. Und generell heute haben wir, also generell hat es mich immer schon zu älteren Autos gezogen. Ich kann mich noch erinnern, bei einem Video, da hattest du damals irgendwie Youngtimer vorgestellt zum Verkaufen, da hattest du dann dein Auto handelt. Ja. Und da sagtest du ja, wäre mein Träumchen, nur von den Youngtimern zu leben. Ich kann mich auch in dem Video dran erinnern mit dem grünen Audi. Da habe ich gesagt, mein Traum wäre es, irgendwann mal eine Halle oder ein Parkhaus zu haben, die Autos, die Oldtimer zu kaufen, nicht direkt verkaufen zu müssen und dass man sie sich angucken kann. Das war bei dem grünen Audi 200 Video, kann ich mich dran erinnern, bei dem Typ 43. Ja, und heute sitze ich hier und heute ist das Realität geworden. Das macht mich auch wirklich, muss ich auch sagen, extrem stolz und mich freut es, dass es halt auch so gut angenommen wird, dass. Also am meisten freut mich, dass hier Leute sich kennenlernen und Micha hat es schön gesagt, sogar wahrscheinlich schon eine Beziehung führen und schon, weiß der Teufel, Halle 77 verbindet, wie man so schön sagt. Okay. Ne? Also, was ich auch extrem geil finde, wenn ich mich hier so umgucke, ich sehe unheimlich viele junge Gesichter. Und ich muss sagen, das finde ich persönlich richtig geil, dass eben gerade so ein YouTube-Kanal viele junge Menschen zum Youngtimer-Hobby gebracht hat. Und, das stimmt. Die vielleicht vorher gar nicht mit dem Begriff Youngtimer gekommen wären. Das stimmt. Ich finde, es ist mir oft aufgefallen, dass viele junge Leute jetzt auch kommen. Ist gar nicht so lange her, mit einem Audi 100 ist der hierher gekommen. Hat sehr, sehr viel Geld bezahlt, der junge Mann. Der war gerade mal 18. Ich glaube, der hat irgendwie 8.000 Euro bezahlt für ein sehr schönes Schmuckstück. Und da sage ich, du hättest für das Geld locker einen 5er GTI bekommen oder einen richtig geilen, was weiß ich, Astra GSI. Und er sagt dann, ne. War von vornherein klar, dass ich eine Saufziege haben will, die keiner mag. Und er wusste, dass das Auto hat nicht seine Leistung und gleichzeitig säuft Sprit, aber es ist was Besonderes. Und da habe ich ihn auch gefragt, seine Kumpels waren alle natürlich schnelle Sportwagen, dicke Auspuffanlagen. Und sagt er, ihn hat es von vornherein irgendwie gesagt, er hat auch gesagt, ich habe immer deine Videos geguckt, sagt er, natürlich wäre ein 15er Turbo toll. Aber er sagt, er hat das gesehen und hat gesagt, nee, ich will auf jeden Fall ein altes Auto haben, was keine besonderen Extras hatte. Der war aber sehr gut ausgestattet, er hat sogar eine Klimaanlage gehabt. Das war fand ich auch toll, weil für das Geld hättest du auch natürlich ganz andere Autos kaufen können. Ne? Das stimmt. Ich bedenke, mein Kaliber, ich habe irgendwann für 300 Euro gekauft, wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt und was da jetzt an Wert steht. Also ich habe letztes Jahr einen Wert gedacht, haben lassen. Das sind 6.000 Euro, die da jetzt einfach mal so dastehen und für gute Exemplare. Ja,
egal was für eine Marke es ist. Ich wollte gerade sagen, egal welcher Oldtimer, du bezahlst für jeden Oldtimer sehr, sehr viel Geld. Ich muss dazu sagen, ich gucke mir aber auch sehr viele an und denke mir, das ist oft gar nicht wert, das, was die Leute haben wollen. Ja. Und manche Stäbchen, so wie der, sage ich auch ganz ehrlich, der 190er, der sieht wirklich schlimm aus, rostige Kotflügel. Aber mir war klar, wo ich den Wagen bei Kleinanzeigen gesehen habe, habe ich dem Typen gesagt, ich nehme das, ich zahle das jetzt direkt per PayPal. Er sagt, du hast ja noch gar nicht gesehen. Ich sag, mir egal. Und mir war das ja auch klar, wo, also ich bin den da auf dem Hof gefahren, vor zurück und habe gemerkt, der zog keine Wurst vom Teller. Und da wusste ich, da stimmt was nicht. Aber habe ich mir gedacht, okay, egal was, du kriegst das wieder hin. Und ich glaube auch, andere Leute hätten den für das Geld gekauft. Aber ich finde es halt schade, dass es suggeriert wurde, Motorgetriebe laufen top. Mir wurde vor Ort direkt gesagt, der Wagen ist 15 Jahre gestanden, keiner hat einen Handschlag dran gemacht. Und ich habe ja die Historie dabei, der Wagen ist in Frankreich ganz normal gefahren, auch die letzten Jahre ganz normal gefahren. Also der wurde dann beim TÜV, hat keinen TÜV bekommen, dann haben die Geld reingesteckt in Frankreich, wollten TÜV drauf machen. Da war aber immer noch ABS kaputt und die Reifen waren halt fertig und hat wahrscheinlich gesagt, so jetzt reicht's mit Geld reinstecken, hat aufgehört. Und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, auch wegen der Motorleistung, dass sie gesagt haben, so jetzt habe ich keine Lust mehr, findet eh keinen Fehler. Ich habe das Video gestern gesehen, also der Turbolader, der sieht ordentlich angefressen aus. Ja, das ist, aber der frisst, glaube ich, auch kleine Kinder oder so. Aber wie gesagt, okay. aber er läuft, ne? Wir haben ja jetzt ans Laufen und das, deswegen, das finde ich halt toll, so ein Auto wieder zurück auf der Straße zu holen. Ja, also damit hast du auf jeden Fall ein richtiges Video gekauft mit dem Auto. Denke ich auch. Vor allem, das ist auch was, was nicht für jeder hat. Das ist das, genau. Ja. Was, Handy? Cool, das ist ein Lauf von außen. Jetzt macht der, jetzt fragen sich die Leute, was macht der jetzt? Ist das schon eine Messung? Nein, das ist der Warmlauf. Also der Warmlauf und die Drehzahlkalibration. Er fährt jetzt auf die 4000 Umdrehungen hoch, so haben wir das angefangen. Und dann macht er den Abgleich. Und dann geht das gleich schon los. Auf ihn drauf steht 316. Und guck mal, was ich von hier geil finde als Zuschauer jetzt, du kannst die Leistung nicht sehen, die ja an dem Diagramm sind. Aber wenn du gleich unten links hinschaust, da siehst du die Leistung, die er an Radleistung hat. Und das finde ich ja schon interessant. Und Drehzahl siehst du. Sollen wir ein bisschen hingehen? Kamera. Weil ich glaube, von hier sieht man mit der Kamera nicht so. Brauchst du Hilfe oder nicht? Nee. Geht. Zuschauerperspektive. Und wie viel PS sagst du am Rad? Ich sag 75. Ich sag 80. Unten links siehst du das. Oh, das wird leider nichts. Und so? Aber der Drehzahlbegrenzer und es war nur 70 PS. Jetzt sehe ich aber 32 PS Verluste, 70 plus 30, ich glaube 105 PS hat der Motor Serie. Das müsste also fast die Serienleistung sein. Das kann man sich jetzt schon quasi ausrechnen, weil was jetzt errechnet wird, ist die Schleppleistung. Oder ermittelt, nicht gemessen, sondern ermittelt wird. Wollen wir uns mal die Kurve angucken, das sieht gut aus, ne? Ja, sieht gut aus. Prüfstand war dieses Jahr auch die einfach... Oder letztes Jahr haben wir den Erstück gekauft, eine wichtige Investition. Ja, das war der größte Schritt. War auch der größte Schritt für mich. Ja. Leistung sieht gut aus. Obenrum meiste Leistung, Drehmoment auch obenrum. Geh mal schon näher und guck mal. Bei der Serie 105. 99 laut Zettel. Oh. 105 PS. Mhm. Gut eingeritten. Auf geht's. Tut mir leid, wird lang. Ich könnte auch von außen. Guck mal, hier habe ich den Monitor aber gestern auch noch gemacht. Haben wir den höher gehangen, dass man es besser sehen kann. Oh, jetzt schafft er fast die 75 PS. Bald ist es soweit, da holen wir den Audi 80 raus. Meinst du? Noch ein paar Wochen. Willst du ihn so draufstellen oder willst du noch vorher? Ich will auf jeden Fall eine Eingangsmessung machen, um zu gucken, was hat er aktuell mit Sprit,
Ich werde das nie vergessen. Jaco hatte sich ja, so wie das hier steht, Jaco hatte sich ja gewünscht, dass wir nochmal gegeneinander fahren. Und mein Auto ist immer auf Ethanol gefahren. Und irgendwann habe ich den auf Sprit umgerüstet, weil wenn Ethanol im Tank ist, stehen, gehen Düsen kaputt etc. Also habe ich auf Sprit umgerüstet, habe die Map einfach runtergesetzt, dass er anspringt. Und bin dann gar nicht groß mehr gefahren. Und da hat Jaco ja gesagt, nee, wenn wir fahren, dann sage ich, klar, nehme ich mein Coupé. Also nee, nicht dein Coupé, dein Audi 80. Da sage ich, Jaco, ich habe den auf Sprit, der ist nicht mal abgestimmt. Und so wie ich das Low Budget abgestimmt habe, ohne Prüfstand, ohne alles, so steht er jetzt noch hier. Und das würde ich gerne wissen, was der aktuell so an Leistung hat. Ich tippe, bin voll aufgedreht, ist 550, 600 PS. Ist das das Setup, womit wir mal gefahren sind? Ja, auf ja. Auf dem Rennen? Ja, ja. Aber da lief er ja nicht so toll, weißt du noch? Ja, also, stimmt. Da hat er ja nicht volle Leistung gehabt, weil er viel zu fett läuft. Aber Nils hat schon gesagt, ey, komm, wir machen das mal gemeinsam. Das Auto habe ich ja mal selber programmiert, aber Nils hat gesagt, mittlerweile ist der ja ein paar Schritte weiter und weiß, wenn man das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen. Vielleicht finden wir dann ein paar PS. Er sagt, wir würden diese Leistung, die wir hier damals hatten, wieder hinbekommen. Das waren bei Klassenraum Prüfstand 825 PS. Alter, ey. Auf Sprit, sagt er, geht das. Nur klar. Den Passat schon finden, ne? Der Passat kommt, glaube ich, nach dem BMW. Mhm. Und sonst hier alles gut? Ja. Bist du zufrieden? Ja. Sehr gut. Passat, welche Farbe? Grau? Alle möglichen. Wie alle möglichen? Es ist Synchro, der ist im Wald unterwegs gewesen früher, bevor er der Besitzer jetzt gekauft hat und so schaut er auch aus. Also aber er war trotzdem gedellt. Wahrscheinlich teuer, ne? Na, der 1300 hat er den gekauft. Oh, das war ein Schnäppchen. Ja, aber er hat auch viel reinstecken müssen, also viel aber Arbeit, dass er mal so ausschaut, wie er jetzt ausschaut. Aber ein Synchro kann man gut umbauen auf 5-Zylinder Turbo. Ja. Denkst du, der hat gleich 120 PS? Ich glaube schon. Weil das ist ja nur der KV oder KX mit, also der KV mit Cut. Das ist dann 2,3 auch, ne? 2,6. Ja, stimmt, wenn ich so im Hubraum. Dein Auto haben wir auf dem neuen Prüfstand noch gar nicht gehabt, ne? Mm-mm. Müssen wir auch mal wieder draufstellen, ne? Ja, unbedingt. Müssen wir auch mal. Mit Lambda Tool. Du willst das noch mal ein bisschen gucken, dass wir noch mehr raus da ist. Du hast K oder KI-Jetronic? K. Und du willst da noch ein bisschen was verfeinern mit Stelldruck einstellen, sagst du? Stelldruck und Zündung vielleicht sogar. Aber ich muss nur auf 98 einstellen, weil in Österreich gibt es kein 102. Oder bist du jetzt hier und wir haben oben ich da eine Tankstelle. Ich weiß, aber ich möchte auch nochmal nach Österreich fahren. Aktuell fährst du mit deinem Polo, ne? Ja, sehr viel. Da würde ich gerne mal die Meinung hören, was braucht der Patrick hier? Wo ist deine Optik? Was für ein Auto wird zu ihm passen? Das also, Daily? Ja, so zum hier rumgucken, was wir hier bei uns im Fuhrpark haben. Ein Auto, was so draußen rumsteht. Was Suzuki Samurai? Haben wir verkauft. Und dann willst du den Patrick damit ohne Dach fahren lassen? Golf Country siehst du? Aber als Alltagsauto ein bisschen schade, ne? Ich sehe den Patrick eher in so einem gechillten Diesel. Ja, oder so. Also ich sag dir, ich sehe dich so in so einem, wir haben gerade einen 200 Diesel als Auto, Schalter auf dem Prüfstand gehabt, der wäre auch geil. Also ich sehe dich in so einem gechillten Diesel-Modus. Ente lese ich. Ente? Ford Granada. Ich, war mein erstes Auto. Volvo habe ich jetzt gerade von rechts gehört. Volvo würde auch gehen, ne? Ja, 850er Volvo wollte ich mir das erstes Auto kaufen. Ein 850er? 850er TDI, ja. Aber der ist es dann aus Vernunftgründen nicht geworden. Würdest du auch einen Fiat fahren? Ja. Auch unser anfälligen? Den Tipo? Zum Beispiel Tipo oder den Alpha 75? Den Alpha, da würde ich es mal ehrlich gesagt überlegen, aber den Tipo würde ich fahren. Das ist eigentlich ein schönes Auto, ich finde es schade, dass der hier so rumsteht. Auch ein Thema, würde ich zum Beispiel auch verkaufen, aber das, was da drin steckt, wird eh keiner bezahlen. Ich habe mal Preisangebote mir angehört für den Tipo, für den Citroën Valvoline. Und? 6.000. Ja, geht nicht. Schwierig. Das geht nicht. Das Auto ist das erste Handwieder, dann war Bremsen neu, Motor komplett neu, ich habe das ja alles gesehen, neue Kupplung. Geht nicht, dafür kann ich nicht abgeben. Also mit Hängen und Würgen bin ich schon bei knapp 10. Die muss ich haben. Das geht nicht anders. Ah. Oh, viele Mitteilungen habe ich hier. Mitteilung? Pass auf, jetzt kriegst du gleich Enten, Volvos und sonstiges Geschichte. Ich kriege gerade schon, sehe ich Tipps. Versuch mal, wer auch immer das ist, versuch mal ein FF oder FM-Getriebe für den Golf 1 16V zu bekommen. Für den Einser. Den Einser müssen wir kürzer übersetzen, weil der Einser ist ein geiles Auto. Ihr müsst eigentlich, wenn Prüfstand jetzt nichts los gewesen wäre, hätte ich jetzt unseren Einser mal draufgestellt und hätte gesagt, wir machen hier mal ein bisschen Lautsprecher, also Lautrandale. Lautsprecher. Den weißen.
Mike ist da. Mike macht hier Security heute. Heute auch mal Security. Klar. Komm, ich mach. Ich mach. Der ist Multitasking. Ja, hier. Krieg mal in die Kamera für uns. Das gucken die gerade live. Wie viele Micha, wie viele gucken zu? Oh, über 9000. Achso. Das geht auf die. Ja, sehr gut. Hast du gut getroffen, Micha? Ja, sehr. Wow. Blinde Wahnsinn. Das erste war auch gut getroffen. Ja, das erste ist echt gut getroffen. Blende passt jetzt? Ja, das passt. Passt oder wollen wir mal anders machen? Ich würde nochmal meine Hände anders machen. Das okay. Deine Hände anders? Dann mache ich meine gestellt aus. Ach, sehr gestellt aus, pass auf. Dann machen wir mal nicht gestellt. Pass auf. Ja, komm, machen wir noch eins. Ja, perfekt. Super. Den Beauty-Mode ein. Wahnsinn. Das ist nicht gestellt. Ja, perfekt. Guck mal, passt. Boah, das ist geil, mit Husten. Das ist wow, das ist Wahnsinn. Das war, ey, das war echtes Husten. Ja, das nehmen wir. Das ist das. Das kommst du klar mit? Super, ja, danke. Viel Spaß euch noch. Dankeschön. Guck mal, auch auf der Bank wird gesessen, ein bisschen gelesen, ne? Hm. Das ist cool, dass das angenommen wird, dass die Leute die Lektüre auch lesen. Am meisten habe ich Spaß an, also das muss ich wirklich sagen, an diesem Buch lesen. Wenn du schlechte Laune hast, ne? Mhm. Oder die irgendwas. Irgendwas Schlechtes passiert ist hier im Museum zum Beispiel. Gibt es ja auch öfter mal. Nimmst du dieses Buch und liest einfach mal und blätterst einfach ein paar Zeiten zurück und dann kommen die Leute, schreiben halt wirklich diese privaten Sachen, wie viel Arbeit das ist. Und das ist für mich was Besonderes, wenn die Leute halt schreiben, hey geil, was passiert ist. Und oft wird ja auch gemalt hier drin. Bis jetzt haben wir noch nichts gesehen. Aber auch teilweise schöne Schriften bei, ne? Hm. Das erinnert mich an dieses Freundebuch, was man damals hatte. Ein Diary. Auch wieder eine schöne Schrift. Es war ein tolles Erlebnis, euer Museum und echt zu sehen. Grüße aus der Schweiz, Chantalle und Florian. Chantalle? Oder ja, Chantal. Ja, was mit E hinten. Nina und Michael Herz. Meinst du, die haben sich hier kennengelernt vielleicht? Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Hast du schon mal in deinem Film dich Leute kennengelernt? Ja. Ehrlich? Ja. Oh, hier hat der Kugelschreiber nicht mal geschrieben. Hallo Markus, das hat mir sehr gut gefreut, in der Halle 77. Ey, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ganz viele nennen dich Markus. Weiß nicht. Ich check's nicht, wo das herkommt. Letztes Mal wurde ich schon Ralf genannt. Aber schön, ne? Mhm. Und mich vermisst. Normalerweise wird hier mal gemalt. So, ich finde auch was Gemaltes. 100% safe. Also ich glaube, eins ist sogar schon voll, ne? Eins? Zwei? Wir haben durch 12 oder 13. Ja, okay. Da ist schon die erste. Aufkleber. Vorsicht, Vorsicht. Kommt da ein Moment. Noch. So, ist da jemand? Ja, okay. Geht sofort weiter. Oh, guck mal, da ist auch gemalt. Bin ich das? Guck mal, ganz normal. Kennst du den? Ist das bei dir aus dem Chat? Weiß ich nicht. Hast du den überhaupt schon gesehen? Bei mir? Ja, nur hier im Regal. Also ich hab sie, ne? Ja. Mhm. Schön, das ist schön. Ja, ich kriege alle Zahlen, weil es kann ja sein, dass wir nicht. Frage, das ist nur die man machen kann, ne? Die, ja, nur die. Sehr schön. Was ist den habe ich, glaube ich, nicht. Nee. Nadine macht gerade Tauschdeals. Nee. Das sind, ja unsere Bücher, die wir doppelt, dreifach oder gar vierfach haben. Und dann wird hier mal Tauschdeals gemacht. Daniel, ich habe ein bisschen Hunger jetzt. Scheiße. Meinst du, wir können Rutscherschlick machen? Das schaffen wir nicht, ne? Doch, was heißt schaffen nicht? Das ist alles eingefroren. Wie viel Kilo hast du geholt? 3,5. Wie viel würden davon satt werden? Ja, du nicht vielleicht. Magst du Schaschlik? Ja, kommt aber immer drauf an. Daniel ist ja unser bester Koch, kann man auch hier sagen. Daniel ist Daniel ist unser. Was hast du angefangen als Verlierer? Ja. Dann warst du lange Zeit Hausmeister, ne? Ja. Koch? Warum war? Okay, bist du? Ja, bist du? Ja klar, noch Koch, immer im Einsatz. Koch? Trockenbauer? Alles, ja. Klimatechnik haben wir noch nicht gemacht, ne? Doch, doch, die Klimaanlage oben. Stimmt, das ist auch Klimatechnik. Ja, Daniel kann alles. Daniel kann alles. Mechaniker auch schon gehabt hier, weiß ich. Ja, bei Mercedes mitgeschraubt. Ja. IT auch manchmal vielleicht. Jetzt ist Security. Security? Ich bin geschmeichelt, echt. Ja, ne? Ja, wirklich. Daniel, danke, dass du heute auch hier bist, ne? Aufpassen. Aber ich habe Hunger, ey. Scheiße. Meinst du, ich sollte lieber nichts essen? Ne? Denk dran, wir müssen den Passat gleich zeigen. Ja.
Da kann der Passat. Oh, das war der Kreislauf. Wie viel brauchen wir, das Getriebe? Getriebe? Ja, ist das noch erwerblich? Also kriegt man das noch irgendwie? Ich glaube, wir haben zwei, drei Getriebe liegen, weil ich weiß nicht, von welchem Auto die waren. Ich glaube, die waren aus dem Golf 2, aber das ist ja eh Golf 2 Getriebe. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall muss ein kürzeres rein. Da ist 4T drin, das ist deutlich zu lang, das Getriebe. Guck, hier haben wir noch 190er Fahrer. Was sagst du? Geil. Mal für eben da hingeworfen, wirklich, ne? Geil. Aber das ist ja auch wieder diese Klassiker, ne? Felgen, Fahrwerk und das Ding steht geil da, ne? Und ja, man muss ja nicht drüber reden. Ne? Also erstmal 2,5er Turbo selten. Ja. Ist wirklich selten. Das ist auch selten, was da kommt. Eieiei. Ei, ei. Ein Evo 500. Junge. Geil. Einfach mich komplett auseinandergelaufen. Samstag, Alter. Jetzt, guck mal, direkt 190. Da müssen wir gleich raus. Das ist ja mega. Also, Junge. Interview? Ja, komm, scheiß was auf den Komm, wir gehen hier raus. Darf ich mit? Ja. Boah, Alter. Der hat sich verfahren. Der hat sich verfahren. Meinst du? Eieiei. Boah, lass Giuliano mal gehen. Das ist heftig. Allein Kennzeichen schon. Ich hab das. Ich muss zugeben, ich habe so ein Auto noch nie live gesehen. Boah. Auch mal einfach geschmeidig mit 500er Evo hier auf den Hof bekommen. Muss ich den Mutlo jetzt mal schnell anrufen. Das will der Mutlo übrigens aus zu unserem weißen Omega. Mhm. Genau so. Bist du nicht so mehr auf Opel oder wie? Ja, ein bisschen Opel bin ich schon. Ja? Ich finde den Spoiler so krank. Ich mir doch einer Marsche, Mann. Ganz originales Auto. Ich bin ja gespannt, was so viel Liter ist. Das wäre mal interessant. Ich muss zugeben, ich finde den von innen fast schöner wie den Lotus, weil er hat einfach die geileren Sportsitze gehabt. Und der Spoiler ist heftig. Das ist verrückt. Der Marco vor allen Dingen, der geht ja hoch. Ja, ja, der ist verstellbar. Hier ist ein dezenter Spoiler und hier ist mal einfach der riesen Flügel dran. Das und der Evo, hier der, euer Lotus, ne? Das ist schon heiliger Gral, das muss man wirklich sagen. Das siehst du nicht oft. Das. Der Hammer. Direkt das Gespräch über den Mercedes vergessen. Was, den Mercedes? Haben wir einen? Tolles Auto hast du da mitgebracht. Auf meine Antwort, auf meine Frage mit dem Foto, mit dem Lotus, hast du ja nicht geantwortet. Da denke ich, da muss ich mit dem Auto einfach hier hinkommen. Wo hast du geschrieben? Über Facebook. Das tut mir leid, das so viele Nachrichten, die wir bekommen, die kann ich da nicht alle abnehmen. Da hatte ich dir auch noch ein Bild geschickt. Schönes Auto hast du da mitgebracht. Wie lange hast du den schon? Ich habe den jetzt seit 2004. War der damals noch erschwinglich zum Kauf? Ja, so wie er da stand auf jeden Fall. War er nicht in dem Zustand, wie er jetzt Nein. ist? Nein. Ich habe 5 Jahre lang an dem Auto restauriert. Ganz alleine. Wahnsinn. Aber du hast auch mittlerweile eine tolle Ikone hier stehen, ne? Eine richtig tolle Ikone. Ja. Von 321 gebauten. 321 Wunder gebaut? Ja. Also den gab es noch mal deutlich seltener wie den Lotus Omega. Ja, definitiv. Ich meine, mittlerweile werden die hinteren Radläufe, da werden jetzt ein Stück bis zu 700 ja. Euro werden die gehandelt. Ja, das habe ich gesehen auch schon bei den Lotus Omega-Teilen. Die vordere Stoßstange habe ich jeweils von 5.000 Euro gelesen. Mhm. Also das ja. ist sehr ja geisteskrank. Ja. Motormäßig weiß ich 324 vor, aber nicht 204 PS. Die haben 235, kann das sein? Normal 230, ja. 230. Spürst du den Unterschied zu dem, oder bist du schon mal einen normalen 324 vorgefahren? Ja. Spürst du also einen Unterschied, dass er mehr Leistung hat? Der ist wesentlich agiler. Weißt du, was die verändert haben gegenüber dem normalen? Die haben, glaube ich, die Kurbelwelle gemacht, die haben die Kolben gemacht. Und eine höhere Verdichtung ist da halt. Aber was da jetzt genau, so genau kenne ich mich damit auch nicht aus. Ich habe damals immer nur gesagt, ich wollte so ein Auto haben. Und da hat meine Frau zu mir gesagt, so ein Auto mit so einem Porno-Spoiler kriegst du nicht. Und irgendwann hatte ich sie dann mal so weit, wo sie dann gesagt hat, okay, du kannst ihn haben. Und dann seitdem ist er bei uns in der Familie und der geht auch nicht mehr weg. Verstehe ich. Kann ich tun. Was ist dein Alltagsauto? Ein Volvo V40. Oh, auch schick.
ein alter, ein ganz neuer. Ja, ist doch. Man kann doch auch neue Autos mögen und gleichzeitig Oldtimer. Das ist technisch ja möglich. Geil. Schönes Auto hast du damit gebracht. Ich finde, der Spoiler finde ich noch geiler wie beim Lotus. Ja, ist noch spezieller irgendwie, ne? Und ich finde, er wirkt nicht so, der Lotus mit dem aufgesetzten breiten Radläufen wirkt ein bisschen aufdringlich. Hier ist es alles ein bisschen dezenter gehalten. Und genau so will Mutlo den ja machen, den weißen von uns, den Turbo. Will er den auch schwarz machen oder will er ihn weiß lassen? Ich habe in seinem Video munkeln hören, dass er den nicht schwarz macht. Okay. Aber er ist da noch recht offen. Ich habe, du wolltest den Synchromesser? Ja. Hat der Jan gesagt? Ja, komm, dann Hallo. Darf ich auch eine Runde Prüfstand? Hallo. Ist das Fahrrad? Ja. Eins von vielen. Was ist in dem Tank drin? Nichts, das ist aber nur. Ich würde da irgendwas Lustiges reinmachen. Ich wollte das auf Elektro umbauen irgendwann und da dann den Akku reinsetzen. Auch coole Idee. Ne? Mach so ein paar Sachen mit Fahrrädern. Sieht witzig aus, das Fahrrad, ne? Aber ich frage mich immer, wie das fährt mit den dicken Reifen. Macht das angenehm. Ist angenehm? Ja, ja. Aber das ist sehr schwerer zu fahren, ne? Auf jeden Fall. Das hat auch jetzt keine Gänge, ich muss noch eine andere Felge reinbauen mit mehr Gängen. 60. Ja, wir kommen gleich nochmal zurück. Ich alles klar. Ja, alles gut, dann komme ich gleich. Oh, der wird sich mal nach Sportauspuff an, ne? Ja, super Spinn. Boah, der hört ganz klar 15 nach. Ja. Vorsicht, heiß und fett. Ja, der kommt noch. Oh, das ist kernig. Das wird kernig gebaut. Ja, viel Spaß, das tattoo liegt drin. Du lass erst mal raus, du hörst dir das von ja, raus. Ja, ich höre mir das an. Der kommt aus Dill. Was heißt Dill? Vielleicht weiß das jemand von euch auf dem Kennzeichen. Ich finde immer interessant, was für Strecken die Leute auf sich nehmen, um nur mal eben auf den Prüfstand zu fahren. Das ist echt der Wahnsinn. Von draußen. Heftig. Ja. Ja. Oh.
Kannst du kurz halten, Marco? Ja. Also eins kann ich sagen, läuft für den 15er nicht schlecht. 120 PS sollen die haben, ne? Hat der Besitzer gesagt. Mhm. Du siehst es ja schon. Ich sag's euch natürlich noch nicht. Aber hat sich angehört, als ob er gar nicht hochdreht. Also für euch habt ihr jetzt gerade gedacht, was macht er mit dem armen Auto? Warum quält er das so? Aber hört sich richtig gut an von draußen. Ja. Richtig kernig. Ja, guck mal, ein paar Leute haben schon richtig erraten in den Nachrichten. Das Problem ist, es klingt wirklich so, als ob der gar keinen Bock hat, so hoch zu drehen. Mach mal Fenster hoch. Mhm. Dann denkt ihr, was macht der mit dem armen Auto jetzt? Das ist ungefähr, wir haben ja jetzt als Allrad gemessen, wenn wir also beide Rollen, die wir antreiben müssen, das ist jetzt quasi wie eine Straßensimulation. So, vierte Gang sehr früh eingelegt, so bei. Wir sind ja bei 14 Umdrehungen, jetzt gehen wir auf Vollgas. Jetzt guck mal, wie schwer der sich gleich tut oben rum. Da sagt ihr, hört auf, hört auf. Aber spätestens jetzt würdet ihr sagen, hör auf, hör auf. So, bei 6000 bin ich auf vom Gas gegangen. Aber ich habe jetzt gar nicht geguckt, was hat er an der Räder? Knapp 75 PS. Das könnt ihr ja ein bisschen überlegen. 75 PS an der Räder. Wir haben hier vier, also in dem zwei Achsen angetrieben, vier Räder. Was denkt ihr, was hat das an Leistung? Wenn wir 75 PS nur an den Rädern haben. Jetzt dürft ihr aber nicht vergessen, wir müssen jetzt, wie gesagt, Kardanwelle, Hinterachsdifferential, Antriebswellen, alle Räder antreiben. Da gehen natürlich einige Sachen verloren. Also wir haben einige Verluste. Ja, ist das Spucknapf der Lenkrad? Ja, ne? Ja, das ist das serienmäßig da drin? Nein, auf keinen Fall. Das ist eigentlich nur, soweit ich weiß, nur im 1er GTI oder 1er Scirocco GTI gewesen. So, zwei Leistungsmessungen, beide sind identisch. Das Auto hat, Achtung, genau 120 PS. Und 184 Newtonmeter. Und guckt mal, die höchste Leistung, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ist im hinteren Drehzahlbereich. Jetzt habt ihr euch gefragt, boah, was den so hochgequält, der arme Motor. Ja. Aber er braucht das. Er braucht das. Da hat er seine höchste Leistung. Ja, 184 Newtonmeter. Das ist dasselbe Drehmoment wie ein 2-3er mit 136 PS. Also Drehmoment haben die und der hat auch volle Leistung. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Drucken wir mal direkt aus. Ich war gespannt, wer der Besitzer ist. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt gesehen. Ich habe mich jetzt einfach in das Auto gesetzt und habe hier einfach mal wieder Yukuhu die Waldfee gemacht. Kennst du Yukuhu die Waldfee? Persönlich nicht. Ich habe die kennengelernt. Echt jetzt? Ja. Und ist sie nett? Nett. Hey! Passatfahrer, was sagst du? Geil. Was? Ich hätte jetzt nicht geglaubt, aber der Synchro-Schrank dürfte wirklich mehr schlucken als man ahnt. Ja, 75 PS an der Räder nur, ne? Ja. Mich wundert, dass das Ding seine Leistung hat. Aber das ist komischerweise immer so, die 115 PS Motoren bei 5 Zylinder haben immer ihre 115 PS, 165 Newtonmeter. Na, stimmt, der KX ist meistens immer ein bisschen niedriger. Aber die meisten, die 115er, 2 Liter, die wir gemessen haben. Ja, genau. Die 2 Liter haben immer ihre Leistung gehabt. Die 2-3er haben ganz selten ihre volle Leistung. Den letzten 120 PS, habe ich gerade schon gesagt, den wir gemessen haben, war aber 113. Das war auch ein besserer 115 PS Motor. Aber krass, genau 120 PS und 185 Newtonmeter ist echt viel. Darf ich dir das mal geben? So, jetzt müssen wir uns wieder rauspillen. Soll ich wieder einer abholen? Ja. Der Jan holt dich bestimmt ab. Oder der Patrick. Der Patrick kommt jetzt. Streaming-Gerät. Ja. Das ist ein Kabel drin. Patrick, für dich ist das jetzt bestimmt auch ein komisches Gefühl. Was? Wo wir den letzten Livestream hatten, warst du Besucher, ne? Ja. Ja, stimmt. Heute bist du einfach bei uns im Team. Und du hast dich hier schon so eingearbeitet mit uns. Ich finde, das ist wie, als ob nie anders war. Dankeschön. Ich kann mich noch daran erinnern. Ey, Patrick kam an dem Pommesstand. Der hat für meine Mama was hast du mit Pommes dafür geholt, ne? Brötchen und Wurst.
habe ich geholt. Zweimal. Ich weiß nicht, er stand rechts neben mir. Weiß ich noch. Und ich habe ihn so seitlich gefilmt, weil hat einer gelacht und ich habe nach rechts gefilmt. Das war Patrick. Das Sven hat gelacht. Ist das heute ein anderes Gefühl, hier zu sein, wenn du weißt, du wärst hinter die Kulisse jetzt? Inwiefern anders? Wie meinst du das? Ist das dasselbe Feeling noch oder hast du schon Sachen entdeckt, die anders laufen? Sicher laufen Sachen anders. Eins habe ich entdeckt. Es traut sich wenigstens heute von euch noch jeder, mir einen Zettel zu bringen. Und eins? Wo du das erste Mal hier warst, hat sich keiner mehr getraut, mir einen Zettel zu bringen. und eins kann ich jetzt öffentlich in die Welt reinreden. In die ganze Welt werde ich das öffentlich sagen. Ich habe meinen Fresssack gefunden. Okay. Du, der futtert das Doppelte von mir. Du, alles! Das ist immer die Hälfte. Patrick, gib's selber zu, brauchst dich nicht schämen. Ich schäme mich auch nicht. Du futterst schon gut, ne? Ja, ich futter schon. Also der, wenn wir zusammen, der frisst mir die Haare. Also, der Wahnsinn, was der essen kann. Ich verstehe gar nicht, ein Ranzen, aber noch hast du keinen Ranzen, ne? Noch nicht, ich bin halt schon wieder runtergekommen. Kein Ranzen. So, jetzt müssen wir den Passatbesitzer suchen. Wem gehört der Passat überhaupt? Ich hab den einfach mal genommen und bin gefahren. Erzähl uns mal was zu deinem Passat. Wie bist du dazu gekommen? Ja, einfach so, ne? Hast du den mit groß geworden? Hast du den vor kurzem gekauft? Hast du den schon lange? Nee, vor 3 Jahren. Ist seit 3 Jahren mein Alltagsauto, außer im Winter, weil sonst rosten sie ja weg. Ja, leider. Ja, aber eigentlich wäre Synchro für Winter natürlich perfekt, ne? Dafür habe ich ja noch mehr. aber geil. Was denkst du denn leistungsmäßig? Hast du wahrscheinlich schon mitbekommen. Nein, ne? Habe ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass Patrick ein bisschen komisch geguckt hat. Und da hoffe ich doch mal, dass er seine 120 hat, die eingetragen sind. Er hat genau 120 PS und 185 Newtonmeter. Also sehr, sehr, sehr gut. Aber hört sich schon gequält an, so oben rum, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber perfekt, er läuft oben mal den Meister. Also wirklich, toll. Hätte ich. Also 120 PS hatten wir, also nicht auf dem Prüfstand. Es geht natürlich super viel Leistung in den Antriebsstrang verloren, was du auch auf der Straße merkst. Ja. Ne? Also das ist nicht gerade ein Rennwagen, das Teil. Nee, aber es ist einfach kultig. Siehst du halt kaum noch auf der Straße und ich versuche auch so lange wie es geht, das zu erhalten. Das freut mich. Und dass du auch, wie gesagt, damit hierher kommst, hat mich sehr gefreut. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, hat auf jeden Fall jede Menge Partien. Das habe ich gesehen. muss er ja auch haben. Dafür lebt er ja auch. Ja. Finde ich sehr schön. Ja, der Jan fährt nicht hier runter und du hast bestimmt noch ein paar Autos, ne? Noch zwei. Was kommt noch Schönes? 3C Passat. Das ist was Neueres, 3C Passat. Und warte mal, ich habe noch einen Zettel dazu gekriegt. Also, das passiert ganz schnell hier. Okay, dann erst ein Porsche 911 SC Tara und dann ein 944 S2. Oh, 944 S2, 3 Liter, 4 Zylinder. Die hat so eine Pütte an Kolben, 211 PS, glaube ich, hatten die. Mal gucken wir gleich auch nochmal rein. Obwohl, wir haben ja gar nicht mehr so lange, ne? Oh. 15 Minuten noch. Oh. Vielleicht gibt es eine kleine Zugabe. Oh ja. Hallo Marco. Hallo. Darf ich dir das kurz geben? Na klar. Dankeschön. Ich weiß nicht, wovon es genau ist, ob es vom Hupenknopf ist oder was. Ich glaube, es ist aus einer Zierleiste. Von der Zierleiste beinahe könnte das sein. Das könnte auch sein, aber du hast für so weit eher Verwendung als ich. Ja, auf jeden Fall. Hier wollen wir was hintun. Ja. Dankeschön. Bitte. Viel Spaß euch hier noch. Danke. Klingt tut das wild. Ja. Klar. So, jetzt stell dir vor, du lässt die Karosserie genauso wie sie ist. Du nimmst einen 15er Hertz, einen 15er Turbo aus dem S2 Urquartal oder Voyager. Der passt 1:1 da rein und das sieht das so aus. Ultimativer Sleeper. Ja. Das war ja mein Audi 80 damals auch, bis du keiner kannte. Also du würdest nie erwarten, dass da Power drunter ist. Wenn du den Omega siehst, da sagst du, da musst du uns drin sein. Ja. Aber wenn der Passat jetzt ein 15er Turbo wäre oder mein Audi 80, das würdest du dem Auto nie ansehen. Ja? Ja, klar. Soll ich dich mal auf deinem Dampf hier auf deinem Bike mal drauf? Sehr, sehr. Oh Gott. Also, was ich dir noch zeigen wollte. Ich mal gebaut, das Mercedes. Was ist das Mercedes? Ein Fahrrad? Ja, auch hinten auf Heck. Ne, vorne ist mit Stern. Krass. Mit Fuchsschwanz, alles. Ne? Das war mein erstes Projekt damals. Ja, das ist so meine Instagram-Seite, J Custom Potbikes. Da präsentiere ich mehrere Fahrräder. Auch mal ein bisschen Werbung gemacht. Jetzt mach mal ein bisschen Werbung. Jetzt präsentierst du wie ein kleiner Flitzack auf dein Fahrrad. Oh, meine kleinen Klöten, die tun jetzt schon weh. Kann ich damit auch fahren? Ja, sehr gerne. Oh. Das sieht heiß aus. Aber ihr müsst beiseite sehen, sonst fahre ich euch über den Haufen. Ja, ist doch egal. Hat aber nur Rücktrittbremse, ne? Nur eine Rücktrittbremse? Ja, aber... Oh, oh Gott. Tobi!
Fühl mich doch gleich viel cooler irgendwie. Hä? Kleine Runde. Ja, danke fürs Mieten deines Fahrrads. Das hier war mal ein Motorrad. Das soll ich auch auf Fahrrad umbauen lassen. Lass mich raten, du hast keinen Autoführerschein. Nein. Ja, cool. Ja, cool. Ja. Woher kommst du hier aus Dortmund? Nee, Essen. Ich bin jetzt mit der Bahn her, aber zurück fahre ich gleich. Wie? Du fährst mit dem Fahrrad bis da erst zurück? Ja, krass, mein Respekt. Ich bin letztes Jahr schon einmal mit dem Fahrrad bei JP gewesen. Ja. Das ist so ein Hobby von mir, seit Corona. Ne? Ich hatte mal einen Civic gehabt, einen J9, mit Bärchenfelgen drauf. Kann ich auch mal eben raussuchen. Welche Felgen haben wir auch übrigens noch? Ja, es gab Felgen, die sehen aus wie Bärchen. Jetzt wird er dir zeigen. Das war auch so ein bisschen auf Kanjo-Optik wie bei Daim jetzt. Micha, kannst du noch Fahrrad fahren? Ich kann noch Fahrrad fahren. Das sieht schon wild aus, das Fahrrad, ne? Ja. Wie hat sich das angefühlt mit den Reifen? Marco? Ja? Kann man sich den Daimler mal etwas genauer angucken, auch mal hinter der Kette? Nein, leider nein, weil unter die Bühnen dürfte keiner, wegen Sicherheit. Ja, mal. Guck mal, das sind Bärchenfelgen. Cool. Leider geht das nicht, weil die Bühne da ist. Sonst willst du verkaufen? Nein, aktuell nicht. Okay. Wenn du willst, Micha, willst du fahren? Oh, erstmal nicht, danke. Erstmal. Micha will sich nicht blamieren, weil er kann offiziell kein Fahrrad fahren. Mach okay. Du kannst nur runterfahren, dafür hast du Führerschein gemacht. Ja, das ist richtig, aber 125er. Wie schätze ich das? Eine Folierung. Aber was willst du da? Das ist ja kein Fahrradprojekt. Ja. So klar. Hey. Ja. Auch der schlägt mich nicht danach. Der liebt sie. Ja, gut. Ich danke dir, Marco. Ich fahre weiter, ne? Sonst ja, komme ich gar nicht mehr nach Hause. Aber kein Wheelie machen unterwegs. Ja, ja. Ciao. Ciao. Meinst du, ein Wheelie geht bei dem Radstand? Ja, ich glaube, da musst du richtig was im Fuß haben. Den habe ich nicht. Lustig, ne? Ja. Heftig, ne? Gehört, der will auf den Prüfstand. Ich glaube, der fährt nicht auf dem Prüfstand freiwillig. Ich glaube, bei so einem Auto. Ich glaube, die wissen, dass die das da vielleicht nicht die 235 oder 230 PS anliegen. Junge, dass die gute 90 PS haben, ist sowieso scheißegal. Alpha 75 Evolution, eine Turbo oder das? Das ist ein schlechter Witz, oder? Wie? Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Dann bin ich aber bei dir. Ja, danke. Dann verpisst euch doch alle. Nein. Also wenn ich das Original in Evolution, also beim Lotus gebe ich dir recht. Okay, beim Lotus gebe ich dir recht. Fast krasser wie Lotus. Nein. Aber es gibt ja dieses Bodykit, du könntest es ja auch, zum Beispiel findest du es schlimm, wenn jemand sich einen 190er als Evo 1, Evo 2 nachbaut? Ja. Das findest du schlimm? Ja. Warum? Das ist halt, also jeder das macht, cool, Respekt, aber ich finde, da muss auch der Motor dann. Wenn du da jetzt, sag ich mal, klein motorisiert, ich weiß nicht, dann lieber andersrum, dann lieber Karosse. Ja, so wie ich es gerade gesagt habe, Passat nehmen, genau. 15er Turbo genau. Rein, dann das, auf Autobahn Fernlicht ziehen. Genau, das ist cool. Andersrum ist cool, aber äußerlich auch groß und dann Motor klein ist. Wir sind schon immer noch stehen geblieben. Was denn heute Abend mit Essen jetzt? Ja, ich bin ja nicht dabei. Das geht nicht. Ja, was soll ich machen? Ich hab, Wir machen auch Feuer ein bisschen. Ja. Nee, leider nicht. Das ist schade. Aber was sagst du denn Fahrrad? Hat der Musik da drauf? Ja, der ist richtig Box. Krass. Der hat mir seine Bilder gezeigt. Der hat so ein Ding mal mit so einer komischen Front und hinten eine AMG. Und ich sag, Alter. Und der fährt jetzt nach Essen, glaube ich. Ne? Respekt, ne? Wir würden nur was Essen fahren, aber nicht nach Essen. Ne? Oh Mann. Marco? Ja. Kann man nochmal ein Foto machen? Ja, klar. Vielen Dank. Okay, dann macht der Blinde ein Foto von mir. Ich glaube, von uns hat der, der Patrick hat mir von dir vorhin erzählt. Von mir? Ja. Was, bist du das mit 2% Sehstärke? Genau. Ja. Wie darf man dich ganz offen zu was fahren? Ja, ich mach's selber auch so. Cool. Also wie stell ich. Hast du das von Geburt an oder? Nein, ich habe das mit 9 Jahren bekommen. Also bis ich 9 war, habe ich sogar 120% gesehen. War also sogar übersichtlich. Und dann ist dein quasi dein. Ich, ich,
Ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor. Aber du darfst jede Frage stellen. Ja. Du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen, weil ich finde das wichtig, dass mehr kommuniziert wird. Ja, deswegen ja. Frag ich ja. Und das muss ja... Hast du eine Zeit gehabt, wo du wirklich gesagt hast, boah, ich habe keine Lust mehr? Ja, in der Jugend. Augenlicht ist, glaube ich, das Wichtigste, was dir Gott geben kann. Und ich kann mir vorstellen, wenn das auf einmal weg ist, ist es... Ja, vor allem in der Jugend ist das schlimm. Ne? Also, weißt du selber, ja, Hormone und dann kommt noch so ein Scheiß dazu. Das kann ich mir vorstellen. Hilft halt nicht unbedingt. Und was... Du konntest ja jetzt gerade das Bild machen. Du hast ein kleines Fenster, stelle ich mir vor, wo du das was sehen kannst. Naja... Mit zur Wahrheit gehört, ich arbeite für Apple in Köln. Dementsprechend weiß ich ganz gut, wie die Geräte funktionieren. Ah, okay. Ja, genau. Und die funktionieren halt eh ganz gut für Blinde. Ja. Okay. Was nimmst du, wenn ich jetzt vorstehe, nimmst du mich als schemenhaft wahr oder siehst nein, stell ich mir weiß das jetzt ja von schwarz den, vor? Naja, ich weiß ja, wie du in den Videos aussiehst. Ne? Also dann dick und rund, ja genau, du hast das schon gezeigt. Naja, das Beste sieht ja auch nicht anders aus. Ja, genau. Nee, also ich habe natürlich schon eine Vorstellung, wie du aussiehst, aber viel wichtiger ist die Stimme. Ja. Man achtet da mehr auf so. Ja, klar. Und deine Streams sind übrigens sehr gut zu konsumieren, wenn du nichts siehst. Die kannst du auch sehr gut einfach als Stream nebenbei laufen lassen. Aber fallen dir meine Sprachfehler sehr oft auf? Ja, ne? Wie ein Juckt. Also entweder machst du irgendeinen Hochglanz-Scheiß oder du bist einfach authentisch. Ja, das freut mich, dass dir das so gut gefällt. Das freut mich wirklich herrlich. Also, weißt du, ich könnte ja meinen Social-Media-Kram, den könnte ich auch aussagen und könnte irgendwelche andere Leute machen lassen, weil die es besser können. Aber ich denke mir halt auch, nein, ich mache den Kram selbst. Ja, dann sind die Schriften ein bisschen komisch und was weiß ich, ne? Die Schnitte sind ein bisschen komisch gesetzt, aber es ist meins. Cool. So, und wem das nicht passt, muss es nicht gucken. Genau, das ist der Punkt. Das ist ja einfach nur ein Angebot. Geil. Naja, was halt auch einfach wichtig ist, ne? Wir kennen uns ja auch schon seit der Schulzeit. Ne? Ja. Und, ich bin ja auch auf einem Auge fast blind und das andere Auge hat nur auch 120%. Ich habe jetzt vor kurzem meinen Autoführerschein gemacht, auch ohne Probleme und alles. Und man muss noch eins hervorheben. Der junge Mann hat eine Legasthenie und eine Dyskalkulie und hat den Führerschein in 2 Monaten und 2 Tagen durchgeballert. Okay. 0 Fehlerpunkte beim ersten Mal praktisch durch. Ja? Da muss man sich mal auf der Zunge stehen lassen. Ja? Ja, wenn man für was brennt, ne, dann setzt man sich auch dahinter. Ja, und trotzdem finde ich, ist das eine Leistung. Das ist ja bei Marco genauso. Der brennt ja auch hier für alles und setzt sich halt dahinter. Und deswegen kann ich ihm auch immer nur gut auf den Weg mitgeben. Lass dich von den Hatern bloß nicht runterkriegen oder sonst irgendwas. Ja, ohne Scheiß, weil, ganz ehrlich, ich habe es ihm auch schon gesagt, ihr verlangt hier einfach nichts mehr. Weißt du, ihr verkauft eure Pullis, euer Merchandise und alles. Ihr müsst ja auch von irgendwas leben. Alles, ne? Und so ist es ja. Das ist so schön, dass ihr sowas hier den Leuten halt einfach bieten könnt. Und ich halt finde das klasse. Wir waren auch jetzt nicht das letzte Mal hier. Ne? Danke. Wart ihr das erste Mal jetzt hier? Ja, weil ich halt jetzt erst auch vor... Hat es euch gut gefallen? Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist kein Hochglanz, aber es ist ehrlich. Das und genau. Ich finde, klar, man könnte jetzt hier irgendwie Hochglanzhalle und was weiß ich alles, aber da fehlt die Seele. Ja? Hier ist Patina, hier ist nicht alles perfekt und genau das schätze ich. Und das schätzen die Leute 100% auch. Und diejenigen, die es nicht schätzen, danke. Internet ist groß genug, ja. Oder? Danke. Ich meine, die Videos verfolgen wir ja wirklich die schon seit von Anfang an. Ne? Und, tschüss. Und wir sind bei jedem Video dabei und alles. Mir fiel dann auch mit. Ne? Ich hatte halt nie vorher die Chance gehabt, hier hinzukommen, weil ich halt in Gladbeck jetzt momentan wohne. Bald ziehe ich nach Köln, weil ich halt für ihn dann auch noch die Assistenz anfange. Genau, er wird mein Angestellter. Und genau. Ich bin Angestellter. Also gleichzeitig ist mein bester Freund und ich werd bei ihm auch noch gleich als angestellt und so. Ne? Und das, eine bessere Konstellation können wir uns halt beide nicht vorstellen. Ne? Ich meine, er kommt viel besser, viel weiter hinaus und alles. Und du hast auch Spaß. Genau. Und wir kommen endlich mal rum. Ne? Sehr gut. Wir können jetzt endlich mal mit dem Leben anfangen. Da wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß hier. Sehr gerne. Guck gut nach Hause, ne? Jo, danke. Ciao, ciao. Warte, ich muss einmal... Kein Problem, kein Problem. Einmal bitte unter 4 Augen. Kameras haben keine Augen. Okay. Die besprechen jetzt was Wichtiges. Ja, ich gehe einfach zu Giuliano, weil der hat immer was zu reden. Das ist? Ich brauche jemanden, der reinquatscht. Was soll ich denn sagen? Was hältst du von dem Auto? Was ich davon halte? Mhm. Du hast gerade erzählt, dass du Autos, die wild aussehen von außen und keine Leistung haben, nicht magst. Ja. Ich stehe vor dir.
Ja, das ist ja aber bei dir noch so mit Charme, so lustig. Also. Aber ja, aber weißt du, was ich meine? Komm, tu nicht so. Ja, ich weiß was. Du weißt, ich nehme das auch nicht persönlich, Giuliano. Ich glaube, das ist im Blech gemacht. Wo er gerade geklopft hatte, hörte sich das eher Richtung... Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste es nicht. Aber war verständlich, wo der Abbruch gerade wegen... Ja, verständlich. Ey, das ist ein Abbruch. Ja, wir haben in den 90ern gesprochen wegen Umbau, was das wert ist, was denn blablabla. Bla, bla. Und dann stand das Auto vor. Das ist perfekt. Brutal. Ja, Micha, ich habe gerade schon gehört, Nadine sagte auch, sie geht schon am Zahnfleisch. Okay. Ist auch, wir haben auch 3 Uhr angesetzt. Ja, ja. Wir werden das hier noch auslaufen lassen, die Prüfstandsmessung. Und dann werden wir, also sage ich auch ganz ehrlich, schön in den Feierabend gehen. Und dann freue ich mich auf die 2 Tage frei. Da freue ich mich richtig drauf. Da kann man ein bisschen zu Hause, kann man ein Baumhaus genießen, kann ein bisschen schlafen. Und kann einfach ein bisschen zu Freunden, treffen uns mit Freunden los. Und was machst du Ostern? Oh, Freundin, Familie, der Klassiker. Wirst und Halle ein bisschen was. Wirst du in der Halle streamen? Nee, Halle streamen noch nicht, aber die letzten Schritte, die allerletzten Schritte. Sehr gut. Ja. Gibt es noch Fragen vielleicht, die ich noch zum Schluss beantworten kann? Oh, wenn du willst. Ich, soll ich mal, ich kann nur lesen und labern. Kannst du ja 2 Minuten... Ich fand gerade, das muss ich mal so off-topic fragen, ich finde das immer, ist ein unangenehmes Gefühl, Menschen anzusprechen mit einer Behinderung. Und ich bin da doch schon sehr neugierig. Aber ich finde, man merkt auch, dass die Leute sich dann halt auch freuen, wenn man da Klartext spricht mit denen. Das ist ein Thema, was man nicht gern drüber redet. Ja, aber es ist sehr offen damit umgegangen worden und sehr respektvoll. Und das finde ich okay. Finde ich auch geil. Jetzt zum Beispiel sehen wir gerade den, ich weiß gar nicht, was ist, Commodore-Rekord. Ich vergesse mal wieder, was das ist. Jetzt parkt er den extra daneben, weil die Motoren sind prinzipiell gleich. Wenn ihr auf das Detail für ihn geachtet habt, das ist aber ein 4-Liter. 4 Liter. Und genau, das ist ein 3 Liter 24V, das ist ein 4 Liter 24V. Das Auto haben wir aber auch schon öfter hier gesehen. Ich glaube, das war beim Prüfstandstag mal hier, aber nicht auf dem Prüfstand. Ich habe schon 2-mal gefragt, auf dem Prüfstand möchte aber nicht. Doch, dass ich nicht. Na, ich glaube, weil ich meine, die müssten 280 PS, glaube ich, haben. 280 haben die, glaube ich, ne? 282, irgendwie so eine komische Zahl. Ich weiß gar nicht, aber das Kennzeichen ist auf jeden Fall nicht deutsch. Holland. Holland ist das? Ja, sieht geil aus. Das Kennzeichen an sich, meinst du? Mhm. So, frohe Ostern, Commodore ist das. Bitte mehr vom 500er Evo zeigen. Haben wir gerade schon gezeigt, wir sind schon 2-mal rumgegangen, glaube ich, ne? Komm, wo ist der Hammer? Der Irin braucht etwas Öl, das stimmt. So, jetzt können wir nochmal gucken. Weil das ist im Prinzip baugleich mit der 3 Liter und das ist halt nur ein 4 Liter. Wir haben ja auch eine Moto Guzzi da angemeldet gekriegt, verstehst du, weil wir in Deutschland nicht zulassen können. Cool. Der Wege, ne? Komm, wir gucken mal, was für ein Auto noch im Prüfstand ist. Ich glaube, es war ein Passat, ne? Mit den goldenen Felgen, glaube ich. Ring Hubert wieder in. Da kennt dich jemand, ne? Das ist aus deinem Stream. Ja, ja. Wie heißt du da? Ich heiße mit zweiten Namen, Hubert. Hubert? Ja. Hubertchen? Ja. Das ist der Passat. Mhm. Dafür, dass wir um 15 Uhr offiziell zumachen, ist noch recht viel los. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben viele natürlich gefragt, ob wir heute länger machen, aber ihr habt es gerade gehört, ich kann Nadine vorne verstehen, wir machen hier Jux und Dollerei oder ich versuche euch, oder 3 Stunden habe ich jetzt euch versucht zu bespaßen, euch mitzunehmen. Und Nadine kann da vorne nicht mal eine 5 Minuten Raucherpause machen, weil den einen durch Kunden hat. Und ist natürlich nicht immer so einfach. Aber haben wir gut gemacht. Ich das war gut. Mir hat schon wieder Spaß gemacht. Und ich muss mal gucken, dass ich auch mal wieder von zu Hause mal wieder live streame. Das ist jetzt ein geiles Setup. Ich habe das neue Mikrofon noch nicht einmal getestet. Hoffe, das hast du gut eingestellt. Das weiß ich nicht mehr. Ist schon ein bisschen her. Ja, das stimmt. So, ich würde sagen, wir machen jetzt von hier auch Feierabend. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns im morgigen Prüfstandsvideo wieder und ansonsten im nächsten Livestream wieder von zu Hause. Ich hoffe, euch hat das viel Spaß gemacht. Danke für die ganzen Donations, für eure lieben Nachrichten, für eigentlich all eure Unterstützung will ich mich immer recht herzlich bedanken, weil das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ohne euch da draußen wäre dieses hier alles gar nicht möglich. Das bin ich mir auch dessen bewusst. Von daher, schönen Spaß, schöne Eier suchen. Hoffe, ihr findet die